Hallo Freunde. Oh, was geht? Was Alter, geht ab? Der Podcast wird gewonnen, Alter. Again. Ja, again. Ich habe schon auch von Fufo gehört, irgendwie, dass wir Longo geklaut haben. Irgendwie wie so ein, weiß ich. Selbst schuld. Wer den Content selber nicht macht, you know. Ja, ey, sag, wie ist es? Der war Free Agent. Ja, ich war echt Free Agent. Ich war nicht True for Longo. Ja, that's over. Zeiten sind vorbei. Aber ja, genau, und an der Stelle, nur jetzt schon mal, dann kann alle, die jetzt überhaupt Interesse zeigen, ne, weil jetzt so ein Podcast-Ding ist ja mal für mehr, mal für wenige Leute, ne, aber trotz dessen vielleicht eine ganz kurze Introduction für die, die uns vielleicht nicht so gut kennen, wenn es sie gibt, aber vielleicht für später, ne. An erster Stelle, Homie Stock, es geht um Smash, Homie, wir sind Homies. Wer sind die Homies? Erstmal an der Stelle Yusef, Alter. Mario Main, man kennt ihn, liebt ihn. That's him, man, Yusef. How you doing, man? Ja, ganz gut. Also, wie gesagt, Mario Main, Deutschland, aktuell Nummer 8 Deutschland. Ja. Stark. Stabil, Alter. Genau. Stark. Aber ey, na, that's him, Alter. That's him. So, und damit es halt nicht nur dabei bleibt, haben natürlich noch ein paar mehr Leute, ne, und auch jetzt schon, ein bisschen schon gehört, der liebe Longo, Alter, auf Ablöse, ablösefrei sogar, einfach rangeholt. Wie geht's dir, Mann? Wer bist du eigentlich, Longo? Ich kenne dich gar nicht. Ja, was geht ab? Ich bin der Longo, ich bin seit 2013 in der Smash.com, seit Brawl, Alter, crazy, auch seit da Rob Main. Hey, und ja, ich bin ein uraltes Eisen und bin auch seit Smash 4 die ganze Zeit Top 5 gerankt, ja, schon kleiner crazy, ja, ist es nicht. Ja, oh, mit einem Video. Hab ein gutes eingefleischtes Wissen über die deutsche Smash.com, deswegen bin ich, glaube ich, ziemlich gut für diese, ja, für diese Reihe gedacht, in my opinion. In your humble opinion, aber ey, ja, muss sagen, du hast ein Mid-to-Load hier gespielt zum Beispiel, ne? Also darf man nicht vergessen, ne? Der hat gesagt. Der muss immer betonen, wenn ich so behaupte, Rob kann fliegen oder Rob ist broken, muss er immer behaupten, ja, jahrelang Load hier. Ja, der hat gesagt. Ich hab mir das verdient. Ich war die ganze Zeit treu, ja. Guck du warst mal. Geduldig, du warst sehr, sehr geduldig. Treue wurde belohnt, nicht so wie gewisse Lukas-Mains, die auf einmal Pokémon. Hallo. Ja, ich wollte schon sagen, aber dieser Lukas-Main von damals hat auch Pac-Man gespielt. Er hat auch Lotus gezockt. Und jetzt ist halt. Hätte er mal. Aber genau wie die anderen drei ist er leider auch erfolgreich, wegen einem doch ziemlich starken Charme. Aber ich meine, hey, Po, wer bist du eigentlich? Verrat mal was. Also, der eigentliche Host. Ja, der eigentliche Host, aber eigentlich kann Andi oder Volker Tuso besser reden als ich. Ja, ich bin ja schon seit, keine Ahnung, seit 2016 oder so in der Community aktiv. Damals natürlich Lukas gemaint, leider Gottes, habe ich die Zeit mit dem verschwendet, in Smash 4. Irgendwann zu Ultimate habe ich mir gedacht, okay, ich spiele jetzt einen Charakter, den ich noch mehr mag und der auch viel besser ist, und zwar den Pokémon-Trainer. Hab jetzt damit auch ganz schön viel auf Twitter gelabert. Ich teile viel Pokémon-Trainer-Konzepte, Strategien und so und nehme natürlich auch mit. Professor Eich. Professor auch Eich, ja. Das ist ein Nerd. Ich bin Labrad, ich bin Nerd. Aber wir brauchen den. Ich nehme jetzt auch wieder an Turnieren teil. Dieses Jahr stark angefangen auf jeden Fall. Ich würde sogar behaupten, ich bin jetzt so frech und sage, ich bin aktuell der beste Pokémon-Trainer EU. Falls ihr euch eine Idee macht, wie gut ich bin. Sonst, weiß nicht. Alles gut. Ja. Alles easy. Aber auch stabil, ja. Und um das mal nochmal abzuschließen, ne? Ich zocke das Game zum Glück nicht, aber im Gegensatz zu den anderen dreien zumindest nicht so viel. Ich selber bin auch, ähnlich wie Longo, nicht so lange wie Longo, aber wahrscheinlich am zweitlängsten dann, wie ich jetzt entnommen habe, seit 2014 in der Community drin. Das heißt, ich sag mal, den Teil ist aufgeklappt und mir dann gedacht, komm, im Gegensatz zu Brawl gehe ich auch mal online unterwegs. Hab's dann auch getan und tatsächlich kommentieren selbst. Erst aber seit Ultimate, so wirklich. Smash 4 haben wir eigentlich alle ein bisschen gedaddelt, gechillt, ne, hatten halt die üblichen Stories schon gehabt, aber hat sich dann nämlich alles nochmal geändert. Von daher, ja, eben neben dem Commentaten natürlich auch jetzt in Power Rankings mitgemacht, als Tournament-Organisator, auch competed jetzt auch nicht allzu wenig. Ich würde auch sagen, nicht mal allzu schlecht zu Beginn Ultimate, war es eigentlich gar nicht mal so kacke, wenn ich es überlege. Ich kann mich noch an deinen Mega Man erinnern. Ja, der Top 8 skillte, der war not bad. Der war Top 8 auf Kalyptus. Das war not bad eigentlich. Über den Run selber kann man streiten. Der war jetzt, ja, wobei, gut, der ging sogar. Aber ey, wir waren immer humble. Mal mehr, mal weniger. Und jetzt haben wir uns gedacht, lass einfach mal zusammen hinsetzen, einmal ein bisschen schnacken. Es gibt gerade keinen wirklichen Podcast per se in jetzt Smash.de.
Aber ich sag mal, ja, Paul hat uns irgendwann mal angehittet, gesagt, hey, lass mal irgendwie Podcast machen. Saßen irgendwie eine Stunde dran, überhaupt einen Namen zu finden. Haben es dann letztendlich geschafft und dachten uns, ey, komm, wir sind jetzt genau in so wahrscheinlich der krassesten Zeit jemals angekommen, was deutsches Smash Bros. Competitive angeht. So, wir haben so große Turniere wie noch nie. Wir haben Events wie noch nie. Und ja, zwei dieser jetzt gerade geteasten Events haben wir back-to-back mit German Smash Awards von vor ein paar Tagen und das in ein paar Tagen kommende NRW Cup. Aber ich denke mal, um es ein bisschen übersichtlich zu halten, lass mal darüber reden, wie geisteskrank GSA eigentlich war und wie... Alter. Es hätte eigentlich gar nicht existieren sollen. Das hätte eigentlich gar nicht existieren sollen. So krank war das Turnier. Jetzt mal unabhängig auch vom Bracket oder so, das Konzept in dem ganzen Event war absolut gestört. Ich weiß nicht, was Kang da für Pläne im Hintergrund schmiedet, aber ich war wirklich überrascht, wie unendlich gut das Turnier von der Bühne lief, ne? Auch von der Production-Qualität her und so. Klar, man kann sich jetzt überstreiten, dass man ein bisschen in den Tropen da gelebt hat, wenn man den ganzen Tag mit Anzug rumläuft. Aber war aber ein cooles Konzept, muss man eigentlich schon sagen. Das war geisteskrank, das Turnier. Also Hut ab auf jeden Fall an Kang Fu vor, ne? Falls ihr den nicht kennt. Geisteskranker Content Creator gerade in Deutschland, vermutlich die Stütze der Community, was alles angeht. Ja. Und holy shit, ich weiß ja nicht, wie man das toppen kann. Also ich würde auch sogar sagen, dass jetzt diese Back-to-Back-Wochenenden, die wir haben, jetzt GSA into NRW Cup, das ist so ein bisschen für uns die Aldi-Version von der japanischen Golden Week. So ein bisschen. Boah, aber ich will nichts. Ah, Japan hatte schon keine Awardshow so. Ich muss sagen, wie es ist. Ja, also ich glaube, das ist schon. Ich glaube, selbst Frankreich, Odyssey gab es ja mal bei Frankreich. Das war ja auch so übelst heftige Production, richtig krasses Turnier. Es war ja auch so ein, es ist passiert, es war heftig. Und danach mussten die sich auch erstmal erholen davon. Ne? Also jetzt, da hat es ein bisschen gedauert, bis es zu den Majors wieder kam. So, das bei uns. Also vorweg werden wir uns auf keinen Fall dran gewöhnen können. So, das, also werden wir auch nicht. Das war 100%ige Ausnahme. Aber in der Ausnahme wurde halt delivered. Und ich glaube, das war so ein bisschen, ich will nicht sagen das Ergebnis, aber das war nochmal ein Reminder, wie, um jetzt nochmal ein bisschen cocky auch zu klingen, wie ahead Smash.de auch eigentlich ist im Vergleich zu straight up anderen E-Sport, anderen Fighting Games. Dafür, dass wir eigentlich Grassroots sind, darf man nicht vergessen. Und ja, vor allem muss man ja auch bedenken, es ist ja nicht nur die ganze Organisation, die da einen großen Faktor eingestellt hat. Allein, dass wir das mit diesem Dresscode so gut auf GSA hinbekommen haben, das ist ja... Also es hat mich... Ja. Ich finde, darüber wird eigentlich zu wenig geredet, weil wir hatten ja schon mal so einen Dresscode so bei NRW Cup, der war schon auch schon so, sind schon viele so ein bisschen schicker gekommen. Ach stimmt, warte, war es zwei? Aber bin ich tatsächlich selber einfach ganz normal gekommen, ne? Ich glaube, es war der erste sogar. Ich glaube, es war der erste. Ich bin zweite. Oder zweite. Eins von den ersten beiden dann, okay. Und, stimmt. Ja, und dann jetzt hier auf jeden Fall, also ich glaube wirklich fast jeder, so zwei Drittel war auf jeden Fall sehr schick, sogar mit Sakko und so allem. Sonst die meisten anderen mit Hemd oder so, wirklich vereinzelt Leute, die. Ja, da waren echt. Outfit kam, also. Das ist wirklich krass. Ja, da waren echt wenige Leute, die so Casual Outfit an hatten sonst. Also, ich glaube, es waren, also an der Hand würde ich, ich glaube, man konnte an der Hand abzählen, dass da, wie viele Leute da waren, die keinen Dresscode an hatten. Aber der Rest der 100 plus Leute hat da irgendwie gefühlt alle einen Dresscode an. Mindestens ein Hemd und sonst halt alles andere. Es war halt Abiball, aber keiner hat Abschluss gemacht. Oder Hochzeit, aber keiner hat geheiratet. Er hat sich wirklich angefühlt wie so eine Hochzeit, vor allem als dann Tufa so erzählt hat, ja, da hinten könnt ihr noch Fotos schießen und so. Ich dachte mir, hey, what the fuck? Ja, genau. Oder halt Abiball ist natürlich auch eine Sample Size, hat ja jetzt auch nicht jeder gehabt, aber man kennt ja ungefähr dieses typische Prom aus jetzt Amerika, genau, aus den ganzen Serien. So das in der Richtung. Und vor allem, dass sich auch alle jetzt, ja, ich will nicht sagen unabhängig voneinander, aber es haben sich auch alle darauf geeinigt, halt fancy zu kommen, so, ne? Und da dann halt entsprechend auch ein ganzes Turnier damit zu spielen. Man muss ja auch nochmal erwähnen, dass das Bracket komplett geisteskrank. Im Anzug die ganze Bracket zu spielen. Ich bin da um 10, ich glaube 11 Uhr angekommen und werde schon von irgendwie 50 Smash-Spielern in Anzügen begrüßt. Ne, Brian X natürlich mit seinem Laufstock und seinem Zylinder kam auch erstmal der Ultra-Drip-Lord. Der hat das durchgezogen. Bis abends. Ja, das stimmt. Ja. Also es ist natürlich auch wieder
man muss dazu sagen, die Location war diesbezüglich auch super broken. Also dadurch, dass jetzt auch über Zeit genau die richtigen Kontakte geknüpft wurden, jetzt natürlich auch nochmal Shoutouts an auch CGN unter anderem, aber jetzt natürlich auch über Serra hinweg, über generell die Community in Köln herum, da hat es natürlich alles perfekt draufgepasst. Also haben ja auch Chigi und Kang ja auch gesagt, Truffer, dass da jetzt über längere Zeit was geplant wurde und das musste dann auch delivern. Was vor Ort natürlich getan hat, aber ich muss dazu auch sagen, ich kam ja auch ungefähr um eine ähnliche Uhrzeit rein, da ist mir das noch nicht so ganz bewusst geworden, wie krass das eigentlich ist. Weil für mich war es so, ja, komm, in Anzügen, voll witzig, Alter, boah, alle so clean. Aber erst, wenn man vorne an der Bühne ist und einfach mal sehr viel auf einmal sieht, dann checkst du erstmal, wo du gerade bist. So, auf einem Gaming-Event, weißt du, Gaming-Event my ass. Also das war halt in erster Linie einfach, es war halt heftig, es war clean. Und es war so, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube, der Meutrich hat es ja gemeint. Das war erstmal seit langem, wo man auch mal merkt, und deswegen meinte ich auch, es ist kein Highlight, sondern mehr ein Reminder, wie die Community zusammenhält. Oder vor wegen, dass wir überhaupt an einem Strang ziehen. Weil das ist nicht erst seit einer Woche oder so, das ist schon seit, ich würde sagen, seit Ende Corona, wahrscheinlich deswegen, also seit Ende der Pandemie halt, dass wir halt mit etlich hier diesem GSM-Server oder jetzt an Turnieren, die Tatsache, dass NRW-Cups instant gecapped wurden, die Community war die ganze Zeit schon an einem Strang. Man hatte aber nur noch nicht dieses eine Event gehabt, wo man es bemerkt hatte. Und das war halt German Smash Awards. Ja, das war einfach die perfekte Möglichkeit nochmal, um uns als Ganzes einfach zu zelebrieren, die Leute auch ins Rampenlicht zu drücken und einfach, ne, uns gegenseitig zu unterstützen und supporten und einfach auch Dankbarkeit zeigen innerhalb der Community, ne, auch für jetzt die ganzen TOs, für die Spieler auch, ne. Ich hab zum Beispiel gesehen, der Honk, der Matthias. Es gab Pokale, ja, Mann. Es gab Pokale und ich habe auch gesehen, der Matthias, der war so gerührt auch davon, von diesem ganzen Support, den er auch bekommen hat. Ich habe ja sogar ein bisschen auch ein paar Tränen vergossen, als er da in der Crowd saß und den Award bekommen hat. Also ich habe, glaube ich, auch sogar zwei bekommen. Ich kann mich da... Stimmt, zwei, ja. Ich kann natürlich nichts dazu sagen, wie sich das anfühlt. Ich bin leider niemand, der einen Award gewonnen hat. Ein Viertel. Ich wollte schon sagen, also, Yusuf, wo hast du deinen Pokal hingetan eigentlich? True. Das ist wichtig. Ja. Wo liegt der gerade? Wo ist der gerade? Der liegt hier bei mir auf jeden Fall auf einem schönen Platz, hier bei meinem Schrank, also... Ja, Mann, naja, Mann, same. So richtig schön präsentativ, ja, Mann. Oder hast du so ein Pokal von vielen so, einfach so hingestellt, ja. Der hat schon einen Special Platz. Ja, doch, der liegt bei mir auch gut. Sehr viel, also... Safe. Der liegt gut. Abseits 23 mit dem Set gegen Lugi auf Terra. Ist schon krass, tatsächlich, was so das Krasseste für mich war nicht nur, dass ich, also erstmal natürlich dieses Standardding, so, ich hab's gewonnen, ich dachte tatsächlich erstmal, es wird Nero gewinnen, beziehungsweise okay, ich hab's okay. Selber schon ehrlich? Ziemlich sicher gesagt gehabt, dass ich was wahrscheinlich Nero gewinnen wird, weil es halt, so ein Meme, halt mit diesen, wer außer mir, oder wer außer mir, was weiß, weil es remind, okay, ja, dann kann ich sehen, ja. Und jeder verbindet es damit, und deswegen war es so special. Nee, ich muss sagen, habe ich gedacht, ja, okay, es wird wahrscheinlich schon so, aber als ich dann gewonnen habe, und als danach Tarik zu mir gekommen ist, und so meinte, jo, ich bin froh, dass du es gewonnen hast, weil das absolut insane war, weil ein Fakt, den ich davor tatsächlich nicht wusste, den mir Tarik erst gesagt hat, ich war bis Ende 2023 der erste und einzige Deutsche, der überhaupt einen Lugi-Win hatte. Weil Tarik selbst und Quick und alle anderen hier immer gegen Lugi verloren hatten. Wenn man das so in Perspektive setzt, ist das wirklich geisteskrank. Ja. Und dazu, das war eigentlich alles richtig. Ja. Und dazu muss man auch sagen, das war ja auch, glaube ich, dein allererstes Auslandsturnier. Außerhalb Deutschlands. Ja. Wir haben ja versucht gehabt, mal dich in jetzt Wanted und so reinzukriegen und alles. Ich kann mich ja noch erinnern. Das ist gut, dass es dann wirklich Terra wurde von allen Turnieren. So, das ist halt wirklich dieses, du wirst jetzt förmlich ins Piranha-Becken geworfen, weißt du? So, alles wird da passieren. Und es war auch keiner safe davor. Du hast ja schon gerade das andere Upset angesprochen. So ein M4E wurde zerschreddert von Nero. Du hättest genauso gut zerschreddert werden können. Aber du hast halt durchgezogen. Und auch da, ich war ja gar nicht vor Ort zu dem Zeitpunkt, ich war da noch auf dem Weg zur Location. Ey, I kid you not, wir waren da mit Bielefeldern in der Venue, wir haben auf dem kleinen Handy alle vorne halt dieses Match geschaut, so. Aber halt so auch auf Restream über Kang, damit man auch hört, was überhaupt passiert. Und dann gucken wir das und das war dann, was ist sogar Game 5 und alles nochmal, ne? Game 5. So, Game 5 und alles. Ja, es war irgendwie, es war Game 5 und das erste, was passiert ist, er hat mich CEO to Death.
Stimmt. Und ich habe ihn trotzdem two-stocked. Genau, wir haben alle gekoppt. Wir haben alle nicht gekoppt. Dieses, ey, Youssef ist Purple-Core. Der muss, wenn es einen Topspieler gibt, der jetzt gegen Youssef gesehen, dann muss es Lugi sein, so, weißt du? Das ist dieser einzige Shot, den du in einer sehr langen Zeit kriegen kannst, so, weißt du? Oder gucken wir dann dieses scheiß kleine Handy da einfach, von mir noch das alte, und kriegen dann noch in 360p noch irgendwie mit, was da passiert. Im Auto auch noch. Das Set ging ewig eigentlich. Und dann, noch ewig. Das Mario, also man könnte auch sagen, ja gut, beides Boxer, aber nicht Camp den Shit oder so. Ja, ja, deswegen, das ist schon ein Plan, aber es war schon krass. Ich also, immer noch, eines, heftig. Mit Abstand. Also es gab viele, ich habe viele Leute gefragt wegen ein bisschen Advice und vieles hat ein bisschen geholfen, aber wenn es mit Abstand eine Person gibt, die mir da geholfen, dieses Upset zu holen, dann ist es Adi gewesen. Mhm. Adi? Also Gamewatch Adi aus Deutschland, weil er, ich fand das so krass. Ich habe so mit dem so ein bisschen drüber geredet. Auf einmal, der hat mir so gesagt, ja, ich habe ja immer so gegen Lugi online gespielt und dann habe ich ja auch Doubles gegen ihn gespielt und er macht eigentlich genau dasselbe, wie er es online tut. Und dann hat er mir einfach so wirklich so 10 Minuten so Monolog vorgelegt, so was macht Lugi, wie denkt Lugi, wie geht er Decisions ein, wie macht er Risk-Reward? Und ich dachte mir so, krank. Ich dachte mir, das macht viel zu viel Sinn. Und das hat mir in so vielen Situationen im Set geholfen, das war schon hart. Also es war unironisch richtig predicted von dem, oder was? Ja. Yeah. In eurem Set? So, okay, klar. Okay, ja, kleinste Detail. Ist auch Adi. Er ist auch Adi, Alter. So auch, wie er agiert, wenn er panikt, wie er agiert, wenn er conditioned will, woran ich es erkenne. Richtig klein, richtig kleine Movement-Tells. Es war richtig krank. Er kriegt einfach die Komplettlösung. What the fuck? Es hat sich wirklich wie eine Komplettlösung. Aber ich weiß, dass Adi allgemein so spielt, ne? Und das ist das ist nochmal ein anderes Thema, weil ich bin allgemein auch sehr überzeugt von Adi als Spieler. Aber ja, auf jeden Fall insane, wenn er diesen Download hat und sich dann auch selber vertraut, dann macht er schon wirklich viel auseinandernehmen. Ja, da raucht auf jeden Fall sehr viel der Adi. Der, mit dem zu reden, ist auch immer crazy, weil der weiß einfach so viel. Der spielt zwar Game Watch, aber der ist einfach zu schlau für diesen Charakter. Guck mal, aber ich glaube, deswegen spielt er auch Gamewatch, damit er so richtig alles rein konzentrieren kann und seine Hände möglichst wenig arbeiten. Das ist wie so Piccolo mit seinen Gewichten. Weißt du, der muss sich so ein bisschen selber nerven. Wenn er so ein Charakter wer ist denn so ein Big Brain Charakter in Smash Ultimate? Wie könnte man kommt drauf an, was du als Big Brain interpretierst, weil wenn du. Auf jeden Fall, wer ein Big Brain Commentator in Deutschland ist und das, damit haben wir auch einen anderen Award. Geist, der sagt einfach, shut the fuck up, Gino. Wenn du einfach, Youssef, wenn du solche Überleitungen nutzt, kannst du auch, glaube ich, nächstes Jahr einen Commentary Award kriegen. Also der Lyrik-Gott, Alter. Boah, keine Ahnung, wenn Überleitung noch bei Edo so krass gewesen wäre, naja, egal. Hat ja trotzdem eine gereicht. Spaß. Hart, aber gut. Ja, dann erzähl mal bei dir, Mr. Kann man machen. Habe ich den Preis nach oder vor dir bekommen eigentlich? Ich glaube, ich habe es nach. Vor dir. Okay, krass. Ja, weil wir saßen nebeneinander, ich erinnere mich noch. Ja, okay, stimmt. Ja. Ja, guck mal, das Ding ist, ich habe ja vorher extra mir vorgenommen, ey, ich werde jetzt nicht so ein Ding machen von Vote Me, dies, das und sowas, weil es ist halt schon nicht farfetched zu denken, dass ich da doch schon der Favorit war. Deswegen wollte ich da jetzt auch nicht extra, ne, den anderen noch mehr Chancen nehmen. Im Gegenteil, ich wollte zeigen, warum da jetzt halt sowohl Alem als auch Chris der Schwarzskills den Award auf jeden Fall verdient hätten. Weil ich finde, das ist das Schöne an diesen Awards. Es geht eigentlich gar nicht um irgendwas, fern der Objektivität. So dieses, okay, was war jetzt punktetechnisch das krasse Upset, geht nicht darum. Es geht darum, was memorable war, so wie du jetzt mit Nero auch gemeint hast. Ne? Deswegen denke ich mir so, wenn jetzt jemand anderes diesen Commentary Award bekommen hätte, dann wäre das ein Zeichen für das, was die meisten einfach am schönsten finden. So, ne, dieses in dem Fall jetzt bei mir, wahrscheinlich einfach diese Repräsentation, Consistency und alles. Und ja, Indeed steht der Pokal auch ganz schön auf dem Regal, deswegen kann man sich gönnen. Im Platz. Ah, es ist schön im Platz, aber ich glaube, mir war es doch schon Imo wichtig, einfach so als Reminder von wegen, okay, mache ich denn jetzt eigentlich alles richtig? Weil so sowohl Commentary-mäßig als natürlich spielermäßig ist ja immer auch irgendwie, ist die Frage, wie viel möchtest du committen, ne? Weil du kannst natürlich super zufrieden einfach bei deinen Locals sein und halt chillen und, sag ich mal, ein paar Kröten vielleicht dazu verdienen oder so. Aber ich will halt Europa global halt Sachen machen, ne? Deswegen, da frisst halt nochmal Zeit und Geld auch weg.
oder generell vor allem sehr viel Zeit. Und das ist mir besonders 2022 aufgefallen. Ich muss aber mal überlegen, was für Turniere dort alles waren. Ich glaube, das war auch das Colossal-Jahr und sowas. Ich meine, also Longe wird wahrscheinlich wissen, was ich damit meine, aber einfach dieses konstante Einplanen, wo du dann bist und sowas. Was machst du dann vor Ort? Bist du überhaupt in der Lage zu performen und sowas? Und ich sag mal, da habe ich auch gemerkt, so, es ist immer am besten, wenn alles drumherum auch funktioniert. Also so live-technisch. Und deswegen war 2023 eher das Jahr, was sehr viele, ja, was heißt sehr viele? Mir ging es eigentlich relativ gut, aber einige Sachen waren noch ein bisschen hart, so, auch jetzt nicht unbedingt mental, aber einfach Stress, genau, Stress ist das Wort. Und deswegen habe ich die da ein bisschen dran gehebelt. Und das war der Grund, warum ich dann auch 2023 zum Ende hin nicht mehr so viel gemacht habe. Gesagt habe, okay, UFA wurde trotzdem mal versucht, aber war eigentlich ganz gut, dass ich da einfach mal als Spectator / diese Coaching-Geschichte gemacht habe. Aber so 2022, ich habe durchgezogen, wie sonst. Und da musste ich umlenken. So nach Icarus, glaube ich, war dieser Gedanke. Und okay, nach Icarus, lass mal ein bisschen lokaler wieder sein. Und deswegen fand ich so ironisch, wie es dann am Ende hieß mit dem, okay, so, ich habe meine Eier eigentlich gechillt. Aber eigentlich, ich war trotzdem auf Osnabrück und ich habe immer noch ein bisschen zu viel gemacht, weil ich das irgendwie nicht loslassen konnte, so halt zu Carsten und sowas. Ne? Weil selbst wenn ich eigentlich in Anführungsstrichen Pause machen will, es geht einfach nicht. Du kannst keine Pause machen, du kannst einfach nur weniger eskalieren. Ey, das ist genauso wie Leute, die so behaupten, ja, ich spiele jetzt weniger Smash oder ich quitte und dann spiele ich doch insgeheim auf GSM oder Elite Smash noch ein bisschen. Es geht einfach nicht. Es ist immer irgendwas da, genau. Es ist immer irgendwas da, du bist aber immer irgendwie damit konfrontiert, so. Aber ja, und das war dann Osnabrück. Genau, das war dann Osnabrück. Eine Stunde weg von meinem Zuhause so, einfach mal geballert und dann mit Niermann halt einen Blog kommentiert, der selbst da ein, hier, Pudia gegen Dutch Dio, war ja auch sogar nominiert bei Hype Set of the Year oder sowas. Ach, habt ihr das kommentiert? Das waren wir, genau, das waren wir. Deswegen indirekt war das irgendwo auch eine Kategorie für mich, so, wenn man überlegt, weil Dutch Dio und hier Pudia war auch wegen dem Drumherum so Hype. Natürlich in erster Linie für Prodea, weil der halt insane gespielt hat. Aber das war ja das Turnier, wo ich da im Hintergrund den Fabian Fissler gemacht habe und so ein Shit. Ich bin einfach rumgesprungen. Ich hatte keine Ahnung, was mit los war. Weißt du? Ja, ich bin eskaliert. Ich habe Headset weg. Ich bin rumgesprungen. Ich habe das erste Mal Niermann hyped schreien hören, Alter. Das war. Ich habe eine ganz andere Memory von diesem Turnier als wahrscheinlich viele andere. So. Und geil. Das war auch so der Reminder von wegen so, ja, obviously habe ich es halt noch. Deswegen ist mich umso glücklicher gemacht hat, dass halt Chris, auch wenn es in diesem Jahr war, weswegen eigentlich das Schwarzgelds King Kong kommentiert hat, wäre eigentlich fake, so im Sinne von 2023 of the Year-Ding, aber ich gönn's ihm. aber wie ich schon an der Anrede vorne ja gesagt habe, so dieses, man fühlt sich selber nicht mehr. Es ist nicht mehr so, dass wenn man jetzt weggehen würde, wäre alles halt vorbei. Also ist einfach nichts mehr da, du hast keinen krassen deutschen Caster mehr. In Smash 4, muss ich auch sagen, das waren ja auch jetzt May, also halt Tails, war halt, ne, so Front-Running, was so deutsches, englisches Commentary angeht. Und das war ein Ultimate dann basically Platz getauscht. So, was May hat competed und ich habe dann kommentiert. Du hast mich gerade daran erinnert, wie damals Tails auf den Eukalyptus-Events locker so 8-9 Stunden Schichten, so manchmal sogar 10 Stunden Schichten am Commentary, so ganz im Alleingang, krank. Alter. Alleingang. Das ist krank, das ist auch eigentlich nicht okay. So, das Lustige ist, bei mir fing es genauso an mit Longo. So, das war nämlich das von Sui, das Turnier, also nicht von Sui, aber als der da Eukalyptus Cup gepartnert hat. So. Ach, das. Du erinnerst dich. Ja, das. Ganz am Anfang. Das, was Dark Thunder gewonnen hat gegen, oder Mukuro jetzt, gegen Zillentor war das. Gegen Zillentor, genau. Ja, genau, das war. Das war da, wo Niermann auch Top 8 gekommen ist. ich erinnere mich. Und das war ja auch eben dieses Top 32, ja, mach mal mit Pat, da habe ich auch den Pat Good Guy, den Pat ja kennengelernt. Und dann von Top 32 anfangen, all the way auch mit Top 8, zusammen mit Long und nochmal Top 8 geballert, so, weißt du, dieses. War eigentlich gar nicht okay. Aber es ist einfach gemacht so. Das war ja auch dieser Startschuss. Und irgendwo war ich, also was heißt traurig? Ich wollte schon so viele Sachen referenzieren bei der hier Preisvergabe. Aber habe ich gemerkt, ey, wir sind eh schon ein bisschen behind im Schedule. Ich sollte es relativ kurz fassen. Hab dann
eigentlich, wenn man überlegt, so viele Sachen vergisst. Ich habe nicht mal meine Freundin geschaut, ich habe sie einfach nur angeguckt. aber Hauptsache hier, wie heißt das, einfach so Smash 4-Kommentatoren erwähnen, so weißt du, so Phil Wudal, Alter, May, an die habe ich gedacht. aber war schon besonders. Und ja, deswegen ist einfach, ist so ein Energieschub, glaube ich. Ich glaube, bei Yusuf ja auch irgendwie, so, wenn man so einen Cup kriegt und sowas, denkt man so, ja, Mann, das fühlt sich schon geil an, aber dann muss man auch weitermachen. So, man muss ja beweisen, warum man das überhaupt bekommen hat. Deswegen jetzt dieses Wochenende ja, in der W-Cup, ist krank. Also, das Gefühl, das zu bekommen, ist schon auf jeden Fall insane, weil es ist ja nicht nur dieses Accomplishment, was man für sich selber hat, sondern irgendwie auch, ja, auch wenn man für sich selbst spielt, ist es ja auch irgendwie dieses Community-Gefühl, was man dadurch ja auch kriegt. Weil, wie gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass viele Leute Sets als das größte Upset sehen. Auch wenn ich tatsächlich immer noch denke, dass es jeder verdient hätte, der auf jeden Fall dann nominiert war. Ja, safe. Aber also, sehr, sehr schade ist, dass sowas wie Tarek Shooter nicht dabei ist, weil... Das war ja wahrscheinlich Fourth Place oder so. Wahrscheinlich mit so das krasseste Upset des Jahres. Also Tarek Shooter und Shooter ja... Keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt Nummer 7, 8 der Welt. Ey, also ich glaube, aus unserem Blick von uns Vieren wird das wahrscheinlich auch, also einfach, wer es halt weiß, ne? So, wer weiß, was für eine Difference Shooter und Tadek eigentlich immer noch ist. Man kann das ja vergessen, so von wegen, oh, Tadek ist jetzt ja global voll krass, zwischen ihm und Shooter ist ja nicht mehr so viel. Aber eigentlich ist Shooter auch immer noch, ist schon insane. Ja, ich glaube, das ist das, was die Leute, ziemlich, was viele haben so nicht den Blick darauf. Ja. Was das eigentlich für ein Unterschied war, weil zu der Zeit war Tarek nicht mehr, war Tarek nicht mal gerankt, so in Stimmt, Top 100. Stimmt, das war es auch noch. In der Season war Tarek halt nicht mal gerankt in der Top 100 und Shooter war da halt Top 10 und das Ding ist, jeder hat halt expected, dass Tarek so Top 100 gerankt wurde, weil einerseits auch, liegt auch viel an Kang, weil er Tarek immer so vermarktet hat. Oh ja. Weil er Tarek immer so vermarktet hat, als wäre er so, sag ich mal, Top 50 Spieler oder so. Mhm. Und das verfälscht halt nochmal so die Blickrichtung darauf, dass das Upset vielleicht schon um einiges krasser war als Nero MVI jetzt zum Beispiel. Ja, ich glaube, man, die Public Perception, sag ich mal, ist halt aktuell auch so, also jetzt schon in einer Weile, dass Tarek halt Deutschland fast alles gewinnt. Ich glaube, der hat sogar bisher alles gewonnen, ne? Ja, also... In diesem Jahr hat er irgendwie, im letzten Jahr, hat er gefühlt nur so Arcadia und Dokumi verloren oder so. Ja, und dieses Jahr hat er auch jedes Bracket gewonnen, wo er teilgenommen hat, oder? Ja, bisher hat er alles gewonnen. Bis auf die Ami-Turniere. Ja, in Deutschland hat er alles gewonnen, wo er teilgenommen hat. Auf King Kong wurde er Top 8. Die ganzen Niederlande-Turniere hat er alle gewonnen. Olympus auch noch hier vor kurzem. Ja, Wilken hat er gewonnen. Er hat wirklich alles gewonnen, außer Amerika und King Kong. Dann wundert mich das absolut nur. Also die Public Perception war, also jeder Deutschland, auch vor allem jetzt die Neulinge, ne, durch zum Beispiel True Force TikTok oder die Neulinge auf GSM oder ne, Pipapo, die wissen halt alle, okay, Tarek ist ein krasser Typ, der wundert mich halt gar nicht, dass er da das da gewonnen hätte, hat. Und bei Yusuf ist halt nicht der Fall. So, diese Public Perception ist da nicht so drinne. Und dann manche Leute ist es dann halt irgendwie krasser. Man muss aber dazu sagen, es geht ja nicht darum, wer von Rankings her den besten Winner hat, sondern wie viel Wert auch so die Story dahinter hat. Genau. Welche wird am meisten gefeiert? So von wegen, wer, ne, so wer mag Sci-Fi, wer mag Märchen, so weißt du hier, wer mag die Idee eines Top-10-Spielers zu dem Zeitpunkt in Deutschland, der jetzt halt einen Europa-Mount Rushmore-Kandidaten besiegt, weißt du, so diese Geschichte ist schon. Klingt aufs erste Auge cooler für manche, als halt, oh, da war jetzt halt Nero, einer von uns gegen auch einen Top-Spieler. So, ich weiß, das ist halt wieder, man mag halt Yusuf auch sehen als eine Konstante. So dieses, ey, über die letzten Jahre war Yusuf ja immer, du warst ja immer irgendwie in der Top 10 ja drin. So ein bisschen mal hin und her gesprungen. Wir haben ja das PR ja auch immer gemacht. Wir kennen ja den Progress. Und bei Nero, da ist es halt mehr in der Top 10. Bitte? Ich glaube, seit Corona, das PR wieder gibt, ja. Also seit das Offizielle wieder, war ich immer Top 10. Ja, genau. Das heißt, diese Konsistenz, dieses, dass du endlich diese Wand zerbrochen hast und das gleichzeitig instant First Try international, wenn man so will.
Und das ist ja schon mal ein anderer Kontext als jetzt bei Nero, ohne jetzt was bei Nero wegzunehmen. Im Gegenteil, so Tolga hat genauso halt eben diese, wie du schon gesagt hast, wer außer mir, explosiv, dass Ani das auch so supportet hat. Das war halt auch richtig geil. Deswegen war es wahrscheinlich geil. Noch. Der war unglaublich, der war richtig gut. Ich muss tatsächlich aber auch sagen, Big Bad Wolf und Yakumo hat ebenfalls halt diese, von wegen, ey, da ist halt ein etablierter Spieler und halt einfach Big Bad Wolf, so, weißt du? So, jeder kann gewinnen, weißt du, so diese Geschichte halt. Muss ich auch sagen, da habe ich erst selber gedacht, dass das tatsächlich gewinnt. Dachte ich aber auch. Also erstmal so, weil es halt so absurd ist, weißt du? Ja, genau. Aber das ist halt auch so wieder dieser Spirit, ne? So, welchen Spirit feierst du am meisten? Und am Ende des Tages, was wird halt mehr vermarktet auch natürlich? Ja, ich glaube, damit dann auch eher so ein richtiger Grinder so genommen, wie so ein Yusuf, ne, der auch konstant bei Turnieren auch teilnimmt und so. Man kennt die Geschichte hinter seiner Karriere in Smash. Man weiß halt auch, okay, dem ist das wichtig, ne? Und ich glaube, das ist der Community auch sehr wichtig. Also, und dazu kommt ja noch, ne, es war ja auch sein allererstes Auslandsturnier. Wenn du dann zum Beispiel jetzt so ein Longo nehmen würdest, ne, Shoutouts an Longo, der hier auch dabei ist. Du bist ja überall. Also jetzt häufig in Amerika, in Europa bist du ja überall vertreten. Und wenn Longo da jetzt einen guten Win holt, dann wird ja von der Story-wise, oder storymäßig, nicht so viel Impact haben wie Yusuf, der zum ersten Mal halt im Ausland ist, ne? Ja. Ist auch wieder, also mach du. Und genauso geht's ja auch bei Tarek. Also Tarek ist ja auch überall, ja. Und dann ist es halt der Impact von so einem Win. Klar, ist geisteskrank, aber ne, andersrum, was davor so passiert ist, ist halt ist auch sehr wichtig. Deswegen auch die diese Kategorie für mich so cool war. Auch wenn man natürlich, weil wir hatten 3 krasse Sets, die alle in deren Kontext halt sehr krass waren, weil halt das Skill-Level von wie gut ist der Spieler, der es halt geholt hat, zu der Spieler, der geupdatet worden ist. Das waren alles krasse Sprünge, aber halt alle auf unterschiedlichem Niveau, ne? Braucht halt Knowledge auch ein bisschen, ne? Man muss ja auch irgendwie wissen, wie hoch diese Sprünge überhaupt sind. Ja, ganz kurz auch eine Frage da auch an der Stelle. So, wie kann es sein, dass du der erste. Also, okay, wir haben ja so einen Trend mal gehabt, das erste Mal, wenn ein Deutscher ins Ausland gefahren ist, hat der meiste eigentlich echt kassiert, weil es halt so unüblich war. So in Smash 4 oder so auch immer. Okay, wusste ich nicht. So, also es gab immer welche, die waren relativ okay. So zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wann Scythe sein erstes Out-of-Country-Turnier hatte, aber ich glaube, nach Scythe gab es keinen, der direkt richtig krass war, weil es auch seltener vorkam, dass Deutsche Out-of-Country competed haben. Weil ich weiß, dass wenn die erste Mal, wo Tarek mal out of country war, war es halt stark, aber halt noch nicht so Eskalation, noch nicht das krasseste Upset geholt. Bei Long weiß ich nicht mehr, wie das bei dir war. Ich glaube, da warst du auch erstmal am Anfang so consistent halt, ne? Ja, da war so auch nichts dabei. Genau, also nichts übelst krasses. So kein heftiges Thema. Man könnte auch sagen, dass selbst bei Ufuk, bei Scythe das nicht der Fall war, weil ich erinnere mich da halt an Beast und so, der hat halt einen krassen Run, aber like, ja, der war sowieso übelst high seed. Deswegen glaube ich, dass es bei dir oder vielleicht auch bei Mukuro, aber auf jeden Fall bei dir, hast du damit einen Trend ein bisschen gebrochen. Hatte tatsächlich sehr oft Probleme out of country, das hatte ich erst jetzt nach Corona ein bisschen gelegt. Also die allerersten Male vor allem, genau. Weil es ist ja normal, weil du bist ja direkt in einem anderen kompetitiven Feld, so. Aber bei dir ist halt, du hast es erst überhaupt zu Lugi geschafft, du hast überhaupt erst in Sonntagsbracket geschafft. Und deswegen denke ich mir so, warte, es kann sein, dass du da jetzt sehr viel damit ja so gemacht hast, so dieses so, oh shit, so der ist nicht gecursed, Mann, so der ist das erste Mal auf das ist eigentlich auch krass ist, aber ja, ey, aber wie gesagt, alles auch eine Sache vom Marketing, ne? Deswegen auch jetzt so, wie wirst du halt einen Win interpretieren, wie wirst du das, ist halt schon geil. Deswegen aber auch wo wir schon beim Marketing sind, der Grund, warum NRW Cup so erfolgreich ist, der jetzt kommende. Weil das ist das vierte Mal in Folge, dass er in der WCup sich innerhalb unnormal kurzer Zeit einfach cappt. Ich finde das so geisteskrank, ne? Krass, weil ich wollte sowieso gerade mal ein bisschen auch ein paar andere Kategorien einfach mal kurz ansprechen. Oh, und kannst du natürlich auch gerne machen. Das passt ja perfekt, weil NRW-Cup hat ja das Turnier of the Year gewonnen. Genau. Und ja, NRW-Cup halt eine Turnierserie, die in der alten Venue von Kalyptus Cup 2019 Ultimate, 2020 gab es glaube ich auch eine Edition, aber größtenteils Smash 4 war ja Kalyptus Cup sehr aktiv, ne? Ach, das Unperfekte Haus ist so in meinem Herzen wohlig
hat sich da eingenistet. Ich fühle mich da immer zu Hause. Also, glaube schon seit. Essen war schon immer die Base. Ja, hat er angefangen mit Zypers Essen und so, ne? Die antiken Zeiten. Yo. Shoutouts übrigens, Logo kennt den auch noch. Shoutouts übrigens an Lix. Lix Peach Main. Der letzte Street Pass Essen-Gewinner aller Zeiten. Und danach ist er verschwunden. Das war so random eigentlich. Aber ich hätte mich auch noch an den. Das ist geil, der war auch auf Respawn, stimmt. Aber ja, Essen war immer die Base, ehrlich, Alter. Wenn es mal nicht im Unperfekthaus war, dann war es halt ETS. So, wenn es mal nicht in ETS war, dann haben wir kurz geflext nach Köln zu Fräsesmash, Alter. Und sonst, es war immer zwischen Essen und Neuss. Okay, Darmstadt auch, aber Essen und Neuss, das war wirklich so, da haben die großen Schritte überhaupt erst angefangen, Mann. Ja, ja. Ah, ja. Schon krass. Ja, und jetzt Look Where We Are, Alter. Sogar in der, also jetzt nicht in derselben Location, aber jetzt in Dortmund halt, ne? Mit, ich sag mal, der Entscheidung. Genau, die ersten drei. Genau, die ersten drei, alle im Unperfekt. War ja sowieso nochmal insane, nochmal so ein Throwback, auch nochmal sowohl ganz oben als auch, weil wir haben, warte mal, alle drei in der W-Cups waren ganz oben, kann das sein? Also in dem, Also unten diese einen. Andi, du kennst das ja, diese Mittelräume da, wo man da die Treppe hochgeht, da war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war auch genau, ganz genau. Oben, ja. Okay, besser. Einmal gab es auch den Bühnenraum, das habe ich bekommen. Also ich war nicht da, bei dem Bühnenraum. Mhm. Der wurde genutzt, aber ja. Ich glaube, die ja, letzten zwei Male... War das erste in der E-Sport Arcade? Bitte? War das erste in der W-Cup nicht in der E-Sport Arcade? Nee, es geht um das hier von J4NCP, Honk und Young Iggy. In der E-Sport Arcade war offiziell, mega. Offiziell, nee, Quatsch. Das ist falsche Information. Nein. Das erste Turnier in der E-Sport Arcade hieß in der W-Cup. Da wurde ich von Rino double eliminated von Min. Ich habe kein Game gezogen, hab geweint und Purple Age hat das Turnier gewonnen. Und hat Pop-Off natürlich. Ach, das war in der W-Cup. Okay, krass. Ja, ich hätte schwören können, das wäre Mega Smash. Ja, dann haben die haben einfach den Namen übernommen, aber ist auch. Ja. Ne? Ah, okay. Ich verstehe. Ja, okay, gut. Dann hatten wir zweimal in der W-Cup im Unperfekthaus, jeweils auch Dachterrasse. Und ja, doch, dann war es das so. Ah, okay, wahrscheinlich habe ich es ein bisschen verwechselt wegen Anfang Ultimate. Da waren wir auch schon mit OPH. Da war es aber halt auch schon. Ja, okay, I get it. Weil da waren wir in der Mitte nämlich noch, das weiß ich noch. Genau. Okay, ja, krass. Und jetzt halt über all die Jahre hinweg inzwischen, weil NRW halt natürlich jetzt so ne, die Base ist für alles. Ich sag mal, das war, glaube ich, auch der erste Anschlagpunkt für die ganzen Online- Warrior, kann das sein? Also halt so, das war ja einer der ersten Turniere für die meisten, da zu sagen, ey, ich gehe jetzt offline. Ja, das war dann eigentlich keine Wake-Up. Ich glaube auch die Communities oder sag mal das Following von den verschiedenen Personen, ne? Zum Beispiel der True4, der hat ja dann über, wie heißen die Turniere, DSCT und NPS und so den ganzen Kram, genau. Hat er alle rangeholt, ne? Seine paar TikTok-Videos und seine zwei Videos, die er pro Jahr macht, die holen auch Leute ran. Und die kriegen dann auch mit, ne? Ach, so ein Egi, hier so ein Last Dance-Gedönse, dann folgen die dem und dann kriegen die mit, ah, guck mal hier, der macht sogar Turniere. Und dann hat sich das dann so überschnitten, dass dann auch so viele Leute von True4 auch dann da auf die Turniere gekommen sind. Und deswegen ist das auch, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum die auch so krass cappen. Weil True4 hat sein Fangnetz so richtig krass ausgeworfen und holt die jetzt alle ran und dadurch cappen einfach auch unsere Turniere. Und vor allem in NRW, das ist ja sowieso ein Hotspot, ne? Es gibt so viele versteckte Spiele am Ruhrpott, das weiß man gar nicht. Und dann sehen die sofort, Turnier in Dortmund, Turnier in Essen, damals noch ETS und so, sind die alle gekommen. Weil ich war zum Beispiel bei den, wann war das? In Osnabrück auch und jetzt bei GSA. Da habe ich auch so viele neue Gesichter gesehen, die einfach auch durch die NRW-Cups die NRW-Cup als erstes Turnier hatten. Einfach weil, ne? Diese Überschneidung von den beiden Followings hat sich dann einfach so angeboten. Und ich finde das super, super cool. Vor allem NRW hatte ja eine lange Zeit eine Dürre erlebt, nachdem Team Kalyptus halt ne, sich aufgelöst hat in der Pandemie. Dann ist er dann auch in die Schweiz gezogen und so. Dann gab es ja erstmal hier nicht viel. Da gab es dann ein paar Locals. Und ich weiß noch, Anfang des Jahres, bevor ich mich für Kicker angemeldet habe, habe ich mich so entschieden, okay, ich habe richtig Bock wieder auf Turniere. Was gibt's hier so? Dann gucke ich auf den German Smash Kalender und da war einfach gar nichts, Alter. Gar nichts war da. Ja, Mann. Aber Dings, das ist eigentlich gut, dass du es gerade angesprochen hast, weil, guck mal, weißt du, wer auch wieder endlich mal Bock auf Turniere bekommen hat, Mann? Fucking Mert. Fucking Snormander. Der Goat, Alter. Der Goat.
Weil Yusuf hat nochmal hier Backstage ja noch ein bisschen geschrieben, so, ey, eigentlich könnten wir ein bisschen noch über das Bracket reden. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Weil ja, wir haben jetzt ja, über ja. German Smash, aber eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben über German Smash World, über alles geredet, außer das Bracket. Kein Fehler. Bracket war Side-Event, Alter. Deswegen, genau so muss das Turnier auch im Kopf sein, eigentlich. Da war sogar vorhin noch, das habe ich gesehen, als ich unterwegs war, wurde ich getaggt und dann stand da irgendwie, ja, hier ist die Top-8-Grafik von dem Side-Event. Ja, Mann. Ey, das macht mich so froh, Alter, dass wir das auch wirklich unbeabsichtigt schon so aufgenommen haben. So, ja, Mann, alle angezogen, hier Pokal, dies, das, oh, ja, Mann. Aber ja, natürlich, Mann, es war immer noch ein gestört stacktes Bracket. Und ich musste noch ein bisschen dran denken, als du ja hier, ich glaube, als er da auch erwähnt hat, dass Tadek ja auch bisher jedes Bracket gewonnen hat. Es kommt in letzter Zeit trotzdem immer öfter vor, dass Tadek ein bisschen gegen die Wand gehauen wird. Sei es jetzt ins Losers Bracket geschossen oder halt Game 5 gegen Edo, Drybee und so. Aber ne, natürlich, er bounced back und dominiert dann halt im weiteren Verlauf des Turniers. Aber wer es nämlich auch gemacht hat, nämlich das Dominieren, war als Normanda. Und für die, die jetzt Normanda nicht kennen, ich denke mal, ich glaube, Long ist wahrscheinlich ziemlich gut darin, einfach mal ein bisschen die Legacy von Normanda zusammenzufassen. Und so checken, wer das überhaupt ist, man. Jo, das Witzige ist, Mert. Ich kenne Mert seit irgendwie 2015 in Smash 4. Ja, free. Und der Bro hieß damals, keine Ahnung, Epic Bros. Ja, ja. Da hat der Junior Rob gespielt und Ja, Mann. Da war er schon krass und hat mir da auch schon so Game gezogen, glaube ich, und hat so krasse Sachen gemacht. Hat dann gegen Ende irgendwie Cloud gespielt und dann, ja, habe ich über den gar nicht mehr nachgedacht. Und dann kam der halt Anfang Ultimate wieder. Und er war aus irgendeinem Grund einfach so gut. So, ich habe es überhaupt nicht geschnallt. So, der spielt so Junior, Inkling, alle möglichen Chars und spielt einfach wie so ein junger Gott einfach. Und dachte mir so, ey, wenn der Mann Top-Tier spielt, ne? Der macht uns alle zur Sau. Der macht uns einfach wirklich alle zur Sau. Guess what happened. Und jetzt spielt der Kazuya, spielt Wario zusammen mit dem Junior. Und also, wie er die Chars durchgeswitcht hat auf NRW Cup, war schon crazy. So, like, er spielt so Junior gegen so Drybee. Lief gut. Er spielt Kazuya gegen Ente. Zerstört ihn doch. Ein paar Sachen passiert, ja. Ein paar Sachen sind passiert. Aber gut, aber war schon dominant. Ja. Allgemein, einige Sachen sind passiert, ja. Und dann packt er den Wario aus gegen Tarik und holt nur so ein Game. So richtig klatsch auch noch. Und jeder denkt so, warum spielt er diese drei Charts so gut? Und Madison ist ein krasser Grinder. Und ich würde schon sagen, er rafft schon gut, wie man in Games improved. Und so, Matt ist einfach ein geiler Zocker, was soll ich sagen? Also ich bin davon überzeugt, dass so ein Stamanda oder auch ein Tominimo, ne, kleiner Shoutout an Tominimo, die haben einen geisteskranken Smash-IQ. Also die sind intuitiv vom Fundament her so unendlich gut, dass da wirklich nicht viel fehlt, um ne, den Diamanten zu schleifen. So. Das ist wirklich geisteskrank. Also auch wenn ich mit Mert damals auch immer geredet habe, ne, ich habe auch mit ihm Doubles gespielt, ganz viel online. Und der ist auch sehr reflektiert und auch wie er über das Spiel denkt, ob er sich vorbereitet auf Turniere, ist wirklich etwas, wovon sich einige Leute scheu von abschneiden können. Zum Beispiel habe ich tatsächlich mit Rinor und mit Mert gequatscht, bevor das Bracket angefangen hat, weil Mert wusste, okay, ich muss gegen Dakan spielen. Ne? SV, der Rising Star, by the way, nochmal anzuknüpfen, der spielt ja Dakan-Duo und Mert dachte so, okay, ich habe absolut keinen Bock dagegen zu verlieren. Dann saß der da wirklich mit Rinors crusty ass Duckhand locker 2-3 Stunden im Lab und hat sich das angeguckt. Und das ist leider nicht der Standard. Ne? Und er zeigt halt damit einfach, dass er richtig Bock hat, um zu gewinnen. Und auch die Methode, wie er da rangeht und so, ist beneidenswert, wirklich. Ja, ich glaube auch, du hast ja gesagt, er dieses Smash-IQ, aber also, er ist ja an sich so ein bisschen so ein Try-Hard-at-Hard. So. Also, er ist, egal was er halt anfasst, er ist halt gut darin, weil er halt in allem auch einfach schwitzt. So. Ja. Also in allem. Ich glaube, er kann einfach nicht chillen. So. Es ist ja, er ist ja eigentlich so dieses typische Fall von, ey, der ist in so kurzer Zeit so krass. Ja, also einfach, der ist wahrscheinlich auch der, mit dem man am wenigsten Spaß hatte damals in der Freundesgruppe. Also, er ist halt, pack ihn da rein, er zerstört dich einfach. Weil, der Bruder hat einfach,
der Bruder hat einfach gottlos viel Minecraft-Speedrun gegrindet, so einfach, weil er Bock hatte. Der macht sowas, ne? Der wird dann einfach, Multiversus kommt raus, er wird einfach zu einem der besten Tom Jerry-Spielern weltweit, einfach so, weil er Bock hat. Und diese Kognitivität, so. Aber ich meine, Snowman, der erinnert mich auch immer an so, boah, ich meine, wen haben wir noch hier, so Double Lift, Boxbox, so solche, die halt einfach über ewig einfach Games in sehr kurzer Zeit sehr tryhard gespielt haben und das halt übelst oft. Also jetzt hier, ne, Double Lift, League of Legends, Boxbox, unter anderem League of Legends. Und dann denkt man so, die packen jetzt einfach Street Fighter an. Hä, warum sind die so schnell so gut? Ja, guess what, der hat immer mit 14 auch Street Fighter 4 gespielt und war da auch krass, weil ne, die halt das Spiel gelernt haben und gelappt haben. Nur waren sie zufällig LOL-Pro und haben halt stattdessen das halt mehr gespielt. Also ja, okay. Und dann baust du halt einfach irgend so kognitive Kenntnisse auf, weißt du? Und das ist ja ein Smash. Vor allem auch im Vergleich zu anderen Fighting Games. Snowmana ist ja auch Master in Street Fighter. So, die ist ja okay. Der Ach, kann echt? Sachen. Ja, aber weil der auch Sachen in Smash sehr gut übersetzen kann in andere Games. Aber das ist ein Trend bei vielen, muss ich sagen. So seit dem Moment, wo es selbst mir bei Tekken aufgefallen ist, denke ich mir so, oh, okay, ich glaube, Smash Bros. Durchzustarten ist eigentlich der Hard Mode am Anfang. Weil Smash ist kein einfaches Game. So, also es ist einfach, aber auch unglaublich hart, je nachdem, auf welches Level du es halt beziehst. Und wenn dann so einer wie Mert halt 2014, 15 mit einem Bowser Jr. Rob halt so zwei auch echt nicht so gute Chars damals einfach durchzieht, normal wirst du dann krass. Like, welchen Char hat Tweak am Anfang gespielt? Exactly. So, weißt du, dann nervst du dich halt ein bisschen und musst halt ein bisschen outside the box denken, weißt du? Deswegen, Top-Tiers machen schon eigentlich immer richtig Bock, aber so Low-Tiers, die holen nochmal so den inneren Top-Spieler manchmal raus, weißt du? Weil da musst du halt, da musst du performen, man. Du kannst dich nicht durchschummeln, so. Ich hab das, ich hab das damals beim Pokémon VGC-Spielen gelernt, dass je eingeschränkter man ist, desto kreativer wird man. Und ich glaube, das hat ihm auch massiv geholfen in seiner Entwicklung als Spieler. Und kann ich auch häufig vielen Spielern ans Herz legen, wenn ihr wirklich Lust habt, euch spielerisch weiterzuentwickeln, versucht euch einfach mal einen Charakter, der gottlos limitiert ist. Dann müsst ihr so out of the box denken und das wird euch einfach helfen. Pokémon, ich hab Sandama Walschall gespielt, also I don't know, manchmal kann das auch total useless sein, also vielleicht die Advice sollte man auf jeden Fall vorsichtig entnehmen, so. Das kann dich auch einfach komplett hardstuck machen, da hast du gar keinen Bock mehr. Und was ich noch sagen wollte, weil du gerade noch andere Spieler genannt hast, die da sehr ähnlich sind, ich glaube, so wie man Snowmander am besten beschreiben kann, ist wie so ein deutschen Void. So ein Void, der packt auch. Ja, weiß nicht, der spielt TFT, Alter, der spielt Valorant, der spielt Schach, der macht Multiversus, spielt Smash, ne, hat random irgendwie nach 80 Monaten Pause Spargo besiegt mit Sheik einfach so, weil er Lust hatte und zwischendurch TFT gegrindet. Und ich glaube, das ist so ein Spieler, mit dem man so man da am besten vergleichen kann, der einfach so einen guten Game Sense als Fundament schon hat. Gute Work Ethic vor allem. Das also auch, so das auch. In ne? der Freizeit, so die Freizeit gut benutzen können, weil er ist ja so ein bisschen auch das Gegenteil von jetzt Fabi, also Purple Age. So. Weil bei Purple Edge ist ja eben dieses, den Tag so einteilen, so weißt du, so richtig so trainingsplanmäßig. Das hat Snowmander eher indirekt. So, also von wegen, der hat das halt auch natürlich schon drinne, aber instinktiv. Also der braucht keinen Trainingsplan vor sich, der hat seinen Trainingsplan schon memorized, seitdem er das Spiel angefangen hat. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, da, ja, ich sag mal, viele Spieler erstreben sich das. Manche Spieler brauchen es nicht, aber am Ende des Tages halt irgendwie schon so. Man weiß halt nur nicht, ob man es halt schon hat oder nicht. So, ich meine jetzt bei, ihr könnt ja auch ein Lied von singen, ihr drei. Ihr habt ja ganz, ganz andere Approaches, was so halt das, nicht nur das Spiel angeht, sondern halt das Competen. So, es ist ja an sich das Competen im Vordergrund. So, ne? Es ist ja das einheitliche Gefühl, unabhängig vom Spiel. Und ich glaube, das hat Snowmander für sich auch einfach gelöst. Weil während wir, oder was heißt wir, während sehr viele Spieler jetzt, oder von mir aus auch wir, über unsere Richtung denken, der denkt ja schon meilenweit voraus. Also so dieses, der möchte ja jetzt gerade mehrere Charaktere zeitgleich juggeln. So, dass der, ich hatte ja auch mit ihm gequatscht gehabt, der hatte eben, wie ihr schon erwähnt habt, genau, so der hat ja sein Kazuya, Wario und halt Bowser Jr. Stand jetzt und weiß halt, okay, wenn er jetzt gewinnt, dann switcht er proaktiv schon zu Kazuya, weil er weiß, dass anhand der Stages, die übrig bleiben, anhand der hohen Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt gerade gegen Tapsi Steve sehen wird, dass er jetzt schon Kazuya geht.
Das heißt, entweder Tapsi bleibt bei Snake und dann ist alles fein, spielt er aus, oder er geht tatsächlich auf Steve und Snomanda hat schon den Plan vorbereitet. Er denkt halt über Setwin nach und nicht nur über einen Gamewin, was ihr halt auch macht meistens, aber halt so, ne, bei ihm, der hat das halt da schon und der ist so, das ist halt das ist so gestört schwierig und er hat deswegen auch oft auf die Schnauze bekommen, relativ am Anfang der Season, aber der macht halt weiter und der hat halt auch Spaß dran. Und das hat man jetzt auch gesehen, weil der Typ hatte so viel Spaß dran, auch wenn es ihn Energie gekostet hat, diesen ganzen Run überhaupt zu vollziehen mit drei Charakteren. Und ey, so, er wurde Zweiter. Das ist auch einfach verdammt strategisch wertvoll, wenn du so die Möglichkeit hast. Aber jetzt gerade, wo du Tapsi angeschnitten hast, muss ich noch erwähnen, bei dem Turnier gab es richtig viele Upsets. Oh ja. Und, richtig viele Upsets. Ich glaube, da könnten wir einen guten Segway zu machen. Wir sind ja schon bei Snomanda. Genau. Da können wir direkt mal anfangen. So, wir haben ja gesagt, Snomanda voll krass im Run. Ja, wir haben jetzt gar nicht erwähnt, er ist ja Zweiter geworden, was krank ist. Und dabei hat er sich halt mehrere Top-10-Wins geholt. Also erstmal Top 32, dann sein Win über Detti. Auf jeden Fall auch dominiert. Das ist 3-0, ist jetzt nicht unbedingt ab. Oh, Detti auch so krass. Nein, ich aber danach hat er Game 5 gegen Tapsi. Er hat, glaube ich, jedes Game-Character geswitcht, egal ob er gewonnen oder verloren hat. Ja. Ja. Hat es sehr klatsch geholt. So mit Wario, mit Kasia. Kasias Snake ist auf jeden Fall auch sehr witzig anzusehen, muss ich auch schon mal zugeben. Dann im Top 8 in der Zeit. Toxic. Peter Bowser Jr. only. Das mit dem Drybee ist noch wichtiger, weil das letzte Set gegen Drybee hat er 3-0 kassiert, glaube ich. Auf einem Unismash oder sowas. Auch lange jetzt, her, ne? Ja. Das ist jetzt ein bisschen lange her. Ich glaube, das war irgendwie 2021 oder 22 oder so. Ja. War das nicht sogar sein Breakout von. Sorry, war es nicht sogar Drybees Breakout ein bisschen? Nicht? War es nicht? Okay. Ich dachte, es wäre Tadex, dieses Match gegen Tadek. Nein, das. Ich glaube, Drybees Breakout war auf dem Dokumi schon, actually. Ja, okay. Das war davor, stimmt. Und ja, nachdem er, wie gesagt, dieses krasse Setwin gegen Drybee geholt hat, dann halt auch noch gegen Anthem Winners Finals zu gewinnen, der auch ein Demon von ihm ist. So. Ich habe ja schon damals ein paar Sets von ihm gegen Anthem gesehen, das war halt irgendwie die Schöne, aber diesmal hat es Normander gezeigt, der hat wahrscheinlich so ein bisschen im Lab gewesen, hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, dann hat er auch das 3-1 gegen Anthem geholt und damit halt bei so einem stackten Turnier Winners Set Grands zu spielen. Und dann halt dieses eine Hype-Game gegen Snomanda zu gewinnen mit dem Wario. Das war auf jeden Fall schon ein bisschen was. Naja, hat sie gegen sich selbst gewonnen, Bro. Der ist seine Schatten besiegt. Bei dem Set gegen Ente war das von Matt auch krass, dass er hat ständig für Tombstone Crusher gefischt, als Kill-Move. Und kein Kasia macht das. Und dieser Move ist invincible. Und so viel Knockback auch. Er ist fully invincible und hat bei 70 gekillt oder so. Das ist. Was ist das, der Move, wo der einfach hinfällt? Ja, weil er so eine Rolle nach vorne macht. Ja, und das Ding ist. Kasia macht das. Es gibt auch so, also bis jetzt halt dachte man natürlich, dass es halt so wenig Gründe gibt. Das war eigentlich sehr akkurat zu Tekken 8 Kasia Baker, weil den siehst du auch fast nie, den Move in Tekken 8. Wenn er mal trifft, ist halt so, oh, krasser Damage, so weißt du. Junge, der hat hier bei 80 teilweise Steve gekillt. Der war so krass eigentlich. Und diese Invincibility-Geschichte auch, das ist ein Anti-Air-Move ja eigentlich, ne? So gedacht. Aber der hat ihn, halt On-Landing, Ledge-Trap, der hat ihn so gut benutzt. Und das Ding macht so viel Shield-Damage. Das Ding kann Shield-Breaken. Was zum Teufel, Alter? Und kein Kasia macht das. Und Mert denkt so, Kasia ist so mein zweiter Charakter, ich lebe jetzt den Scheiß daraus. Und nutzt so die Moves, die kein Kasia benutzt und ist erfolgreich damit und denkt mir so. Macht aber so viel Sinn, of course. Was machen Kasia Mains eigentlich in ihrer Freizeit? Ja, der hat ja auch irgendwie mit Giacomo ein bisschen gezockt, die so, du rufst sie voll lustig aus. Erstmal im Bracket halt benutzen, weißt du, direkt am selben Tag. Aber macht auch so viel Sinn natürlich, weil man kennt ja natürlich halt Tarek sein Kasia, aber so an sich war halt Snomanda immer der technically bessere Kasuya, aber halt als Spieler natürlich noch nicht so gut wie Tarek. Aber es war immer auch so diese ungeschriebene Regel, dass halt Snomandas Kasuya ist der beste Kasuya.de. Aber nur, wenn wir Kasuya betrachten. Und jetzt hat das eh bewiesen. So, jetzt ist er auf einem Level, wo man tatsächlich sagen könnte, dass er doch der beste overall sei, was halt sinnvoll ist, weil, naja, Tarek halt jetzt auch viel mehr auf Greninja investiert hat und Mert ist halt Mert. So. Und jetzt sind wir da halt angekommen. Aber boah, der war auch so ein Fan-Favorite da. Das war einfach so schön, das auch einfach mal zu sehen.
So, ja, ist ja auch. Die Crowd ist so eskaliert die ganze Zeit bei dem. Ja, das ja, war, safe, das safe. War richtig cool. Es war auch das erste Mal, dass man die Crowd nicht für Tarek gehört hat, weil eigentlich hört man die eigentlich ziemlich oft für Tarek. Oder halt für Drybee. Für Drybee oder, auch. Oder für Drybee, aber da war auf jeden Fall sehr viel mehr dabei dieses Wochenende. Was ja, auch crazy ist, combined mit den Charakter, die er spielt. So, bei Junior und Wario denkt man sich so, ja, of course, like, es sind schon nicht so oft gesehene Charakter mittlerweile. Mhm. Vor allem der Junior eh. Aber so, dass Akasi auch zu Tode gehypt wurde, war schon wild. Ich glaube, ist auch etabliert. Ich habe noch nie gesehen, dass Akasi ja so krass angefeuert wird, finde ich ganz ehrlich. Das war so krass. Ja, es war halt heftig. Und ich glaube, Samanda hatte sich das einfach etabliert. Weil der hatte ja vorher Winner Semis, er hatte ja dieses Match gegen Drybee. Es war halt eben auch so ein Back and Forth, auch wenn es ein 3-1 am Ende war. Aber es war halt auch ein krankes Set. Und natürlich waren die Leute auch schon on fire. Vor allem, nachdem sie gesehen haben, wie halt, Tarek halt von Ente gesoopt wurde. Dann siehst du halt Winners Finals. Und natürlich hast du halt so viele Faktoren, die da einspielen. Erstmal, dass man natürlich Steve nicht gerne auf dem Bild sieht. Dass Normander Steve gerade richtig schön destroyed. Das hat mich so ein bisschen an Rafflo auf Terra erinnert, damals. Als er da Big Chungus gefetzt hat. Das war ja auch wieder dieses so, ja, man hat ihn so hart gefeiert, weil es einfach ein Franzose ist, jetzt für die jetzt Inland, gegen den Steve. Das war bei uns ein bisschen ähnlich. So, Normander war so der Represent für alles Gute, was in der Community halt steht. Also natürlich auch jetzt mit seinen Charakter. Und dann spielt er auch ein Kasuya einfach. Und da hype man auch ein Kasuya auf, weil die Chants waren halt, ja, halt Türkiye oder halt Mert. Und halt nicht der Charakter, den er spielt. So, der Charakter war an zweiter Stelle. So, und natürlich war es dann deswegen auch schade, dass es da zu der, zu den Technical Difficulties kam zwischen halt jetzt Ente und Snowmander. Ich wollte es gerade erwähnen. Ja, ich muss dazu aber sagen, die beiden Spieler haben es zwar trotzdem richtig, richtig gut hingenommen. Also halt, egal was halt los war. Und es gab auch einen Control Disconnect, stimmt! Oh mein Gott! Es war wirklich dasselbe. Bei Terra, so Rafflo, da hatte auch einen Disconnect und Rafflo musste einen Stock abgeben gegen Big Chungus und hat Big Chungus danach komplett zerstört, was den Hype nochmal mehr amplifiziert hat. Wir hatten jetzt genau dasselbe fast gehabt. Nur mit anderen Charakteren. Das stimmt eigentlich, das habe ich gar nicht so gesehen eigentlich. Deswegen eigentlich gestört. Und dann halt, wie gesagt, Set ging weiter. So, Hero hat gegen Villain gewonnen. Ent hat es sportlich hingenommen, auch wenn halt das Ausbuhen war too much, aber das war, at this point, da waren halt Emotionen einfach nur überall. Ne? Das, ich finde, es ist auch irgendwie was Schönes. Einfach eine Crowd, die einfach komplett so, du bist einfach investiert, Hirn aus, niemand überdenkt gerade, ob irgendwas cringe sei oder nicht, man geht einfach drauf los. Deswegen ist dieses Ausbuhen, eben weil es halt so bad-mannered war, war es halt auch so honest, weißt du? So, da hat keiner drüber nachgedacht. So, alle haben einfach mit Emotionen die Sache halt genossen. Deswegen jetzt auch, natürlich sollte man jetzt nicht irgendwie einen anderen Spieler ausbuhen. Ich glaube, man hat auch einfach eher die Situation ausgebuht, weil sie ja einfach, man muss sagen, die Situation war einfach cringe in dem Moment. So, man wollte ein geiles Set sehen. Aber letzten Endes wurde dann alles immer noch fein. Und da ist ja auch No Bad Blood auf Ente. Deswegen auch Shoutouts an den guten Pietro. Schön hingenommen. Wird einen wahrscheinlich gut abgefuckt haben. Aber ey, er ist nicht das erste Mal in so einer Situation. Der Bro hat Gamescom gespielt und die ganze Crowd war gegen dich. So. Der ist erfahren und finde ich auch ein sehr guter, ich sag mal, wenn es schon einen besten Steve-Spieler gibt, dann finde ich es gut, dass es halt bei ihm ist. Weil er wirklich gut damit klarkommt und auch ein bisschen mehr Liebe darauf verdient hat diesbezüglich. Ja. Auch wenn er Steve spielt. Aber, aber ja, Snowmander, Alter, das war eigentlich so der Sieger der Herzen. So, ich fand es gut, dass Tadek ihn danach nochmal gesweept hat, so, aber es war trotzdem so Sieger der Herzen. Alter, das war eine Beerdigung, Mann. Das war schon schlimm, aber es war halt so. Also Loki nach dem Losers Final, wo Tarek halt Ente gefetzt hat, da sah schon sehr gut danach aus, als würde Tarek das Ganze genau das für sich holen, weil Tarek war wirklich locked in. Ja, deswegen war es umso geiler. Ich wollte nur kurz sagen, deswegen war es umso geiler, dass dieser eine Game-Win auch im Reset passiert ist und nicht das allererste Game war von Mert. So, das heißt, du hast selbst im Loss nochmal einen ziemlichen Flex, weil in so einem Momentum kannst du eigentlich gar nicht stoppen. Ja. So ein Momentum zu stoppen ist so unmöglich, weil Tarek war wirklich im Free-Flow. Alter, der war so blutrünstig, Mann. Ich musste ja auch gegen den spielen in Losers Quarters und
Junge, der erste Stock, der hat mich voll aus dem Leben gerissen, Mann, was ist da passiert? Junge! Falk hatte wirklich keinen Bock im Loser zu landen. Der hatte absolut keinen Bock auf Ivy Sock Fies, Alter. Der wollte mich höher aus dem Leben reißen, Junge. Er wollte der Grund sein, warum du vielleicht considerst, eine Pause zu machen, weißt du? Dieses, boah, vielleicht sollte ich einen Break machen von Smash, er wollte der Grund sein. So. Junge! Alter! Egal, ich komme stärker zurück, ne? Hier Anime Twitter-Tweet, ich komme stärker zurück. Teig, wenn du es hörst, ne? Nächstes Mal wird mehr competitive. Mach dich gefasst, du wirst gegrabt. Freu dich drauf, mein Lieber. Aber bevor ich jetzt hier das nächste ansprechen möchte, ich will noch sagen, wir haben jetzt am Ende irgendwann von diesem Podcast hier eine kleine Fragerunde. Das heißt, wir werden locker so 2-3 Fragen noch einpflegen von euch. Das ist alle, die jetzt live zuschauen. Ich werde jetzt im Chat in Comment eingeben, Ausrufezeichen Fragebogen, da könnt ihr über ein Google-Form eine Frage reinschicken und auch tatsächlich durch moderne Technologie dank Hirschulat haben wir einen QR-Code, der jetzt eingeblendet ist. Das heißt, wenn ihr am Handy seid oder so oder ein Handy in der Hand habt, am PC, einfach QR-Code scannen, dann könnt ihr da uns eine Frage stellen. Einfach rein, kann sein, was ihr wollt, kann eine Frage an Yusuf sein, an mich, an Longo, an Falco, kann eine Frage an alle sein, kann irgendwelche Wünsche sein, ob jemanden dabei haben wollt, irgendwie nächstes Mal oder so. Ich wollte es nochmal loswerden, bevor es hier untergeht. Und was ich fragen wollte jetzt, ne, wir haben jetzt ganz viel über Snowmander geschnackt. Jetzt will ich fragen, Yusuf und Longo, ich habe natürlich auch mitgespielt, wie war euer Empfinden in dem Bracket? Da war ja ein bisschen, ne, da waren ja gemischte Gefühle dabei. Boah, fang mal Longo an. Bitte fang mal Longo an. Sorry, Bro, aber ich Longo, jetzt Longo kann schnacken, Longo kann schnacken. Es soll schnell und schmerzlos gehen. Wie so ein Pflaster abziehen. Amin, was soll ich sagen? Ich habe halt schlecht gespielt. Ich habe halt drei Wochen so einmal gegrindet. In den letzten 3 Wochen so, like, hab dafür die Rechnung bekommen. Was will ich sagen? He's aware. Ich glaube, das Grinden auch einfach nur, das eine Mal grinden. Einmal spielen war, da war ich bei ihm zu Hause. Ich glaube, da haben wir so Scheiß gespielt wie Gendorf gegen Gamewatch oder so. Wir haben nicht gegrindet. Wir haben nicht geschwitzt. Nee. Ja, das Adult Longo, Alter, nicht. I'm living for it, Alter. Weißt du, das ist vorbildlich, Mann. Weißt du, du hast Scheiße gespielt, du siehst eines Scheiße gespielt hast, we go next, so, weißt du? Ja, also, hey, my man grew. Like, sind da Dinge. Das ist halt so das Result, das ich bekomme mit den Circumstances, die waren. Deswegen so, like, juck mich das auch nicht weiterhin. So. Ja, Mann. Danke mit der Genesis. Let's go. So, ist auch vollkommen okay. Ich hab schon so gequatscht, das wird jetzt auch nicht irgendwie großartig deine Season oder so ruinieren. Das ist halt ein Turnier Eben. Das ist halt auch diese Gunst. Jeder weiß, dass halt krass ist. So. Das ja, genau. So. Ist halt das Geile dran. Ich weiß, dass ich in diesem Land jeden besiegen kann, wenn ich halt einfach so wieder Zeit reinstecke. Deswegen juck mich das Ganze nicht. Weil ich und Longo halt beide so mit für die größten Upsets in diesem Turnier verantwortlich sind, aber nicht, weil wir sie gemacht haben, weil wir sie kassiert haben. Wer war es bei dir? Während Longo ja gegen Detti im Pools verloren habe, habe ich im Pools gegen Takeo verloren. Takeo gegen dich ist jetzt nicht so hoch, weil der hat dich ja schon mal besiegt jetzt so und das war jetzt nicht auf, war jetzt ein bisschen länger her, aber. Das True Force Spotlight war das? Das Qualifier? Stimmt, dieses Turnier da, ja. Ja, genau, das Turnier. Deswegen so, like. Of course hättest du beides gewinnen können, aber, like, da war jetzt keiner wirklich der klare Favorit, deswegen ist das halt nicht so. Ne? Ja, bei Tala ist es eh gemein. Also, so ist halt auch wieder dieser Fall von, ey, in Anführungsstrichen, fauler Topspieler. So dieses. Ja. Ne. Aber der ist im anderen Sinn faul. Der travelt einfach nicht. Der geht einfach. Genau. Kennt ihr bei Zelda Wind Waker diese Barriere im Schloss, wo man nicht durchkommt? Das ist so Takeo mit NRW. Der kommt einfach nicht hier raus. Das geht physisch gar nicht. Also, das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Ja. Warum? Der kommt da nicht raus, aber der kommt auch aus dem Ruhepott gefühlt nicht raus. Oder der wohnt nebenan. Der wohnt nicht. Ja, Mann, Osnabrück Smash Olymp war literally right there. Es war so clean da, aber er geht nicht hin. Der hätte sogar mit uns hinfahren können. So. Er versucht auch immer irgendwie anzustimmen, wie so, ey, kann irgendwer hier ein Turnier hosten? Das war letztes Jahr so geil auf Twitter, glaube ich. Da wurde irgendwie announced, ja, Dokomi gibt es dieses Jahr nicht, ne, aus den und den Gründen. Und dann hat einfach der Takeo, der Name ist gefallen, jo, gibt's ein Alternativturnier? Der hat
hat damit dem Swiss Dome geschickt, das Turnier in Basel. Und er meinte so, ja, ich bin jetzt schon irgendwie ein bisschen NRW, ne? Also. Ja. Und dann aber sagst du einfach, yo, wer hat selber TO? Ja, nee. Ey, deswegen aber Shoutouts an Taki, Alter. Er war auf Osnabrücker Smash schon mal. Das ist außerhalb von NRW. Auf dem letzten Mal nicht. Auf dem letzten Mal nicht, das stimmt. Aber er ist irgendwann mal außerhalb von NRW gereist. Das war krass. Ja, okay, das war jetzt krass. Das ist jetzt auch nicht so wild, da war ja warte, wo? Der war ja auch auf einem TGM, deswegen. Ah, da ist sogar Tobacco dabei, ne? Ja, der war auf einem TGM. Ja. Alter, Junge, Taki ist krass. Okay, nee, da hat er Retired True Four besiegt. Da muss die Metapher anders sein, der ist da nicht wie so ein. Das ist nicht so eine Barriere, das ist wie so ein Son Goku, der tot ist und eine bestimmte begrenzte Zeit hat, so, dass er woanders hin kann. Ja, doch. Ja, das Taki, Alter. Aber ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich glaube am Tag davor oder zwei Tage davor habe ich noch mit Yusuf so ein bisschen geredet über das Bracket und wie er sich fühlt. Und er hat dann zu mir gemeint, ja, er muss Projected gegen Takeo spielen. Ich dachte mir so, okay, eigentlich von so Player gegen Player Matchup, ohne mein Hintergrundwissen, dass der schon mal verloren hat, ne? Dachte ich mir so, ey, Yusuf, eigentlich easy, komm. Yusuf, ne, vom Player Matchup sollte das kein Problem sein. Und dann hat er leider doch verloren, passiert. Gehört dazu, wir alle verlieren. Ich kann ja gleich noch mal ein bisschen genauer auf meinen Run eingehen. Manchmal passiert es auch. Ich kann es eigentlich auch jetzt machen. Es war halt. Wir hatten ja eine sehr schöne Awardshow, wie wir schon gesagt haben. Da sind wir auch viele Leute einfach mit Anzug, Sakko und so allem gekommen, ne, und mir inklusive. Und ich muss zugeben, wir haben ja vorhin auch schon über Terra kurz angeredet gehabt. Und Terra war ja dafür bekannt, dass es da unfassbar heiß war. Ne? Und dass viele Leute sich deswegen so beschwert haben, so das so der für viele Leute so der Kritikpunkt an dem Turnier war, was halt halt ein fucking Hochsommer gewesen. Ey, sag, wie es ist, es war nicht so schlimm. Ich hatte auf Terra nicht so krasse Probleme mit irgendwie so das Ding. So klar, es war heiß, so ein bisschen so, der Controller ist ein bisschen schwitzig, ist jetzt nicht so ein geiles Gefühl, aber es geht, ne? Man kann damit noch competitive spielen. Aber diese 25 Grad in diesem Sakko, die haben mich so fertig gemacht, Alter. Und du warst so unterzuckert, das war, Junge, wie bist du aufgestanden? Ich frag mich nicht, ich hab, es war einfach nicht gut und ich war körperlich so ein bisschen so angeschlagen, so schlimm, dass es danach ich sogar fast mein Losers Qualifier verloren hätte und 33er geworden wäre. Bro, denkt mal Losers Side. Du hattest Kreislauf, Bruder. Scheiß mal auf Losers Side. Gegen wen hast du gespielt? Ich war ja ein bisschen sehr stur. Ich habe mich, nachdem ich das auch irgendwie noch geklatscht habe, habe ich mich dann auch einfach noch eine Stunde lang nur hingelegt, Alter, und irgendwie gehofft, Alter, dass gegessen, was getrunken und irgendwie sich mein Körper beruhigt hat. Und das war dann irgendwie auch, ich habe aus irgendeinem Grund noch entschieden, weiterzuspielen. Das war eigentlich eine dumme Entscheidung. Egal, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Aber da habe ich ja irgendwie das Bracket noch weitergespielt. Und jedes Mal habe ich immer diese, nach dem Set bin ich immer wieder rausgegangen. Ich habe immer so viel getrunken. Ich hab am Ende, glaube ich, 4 Liter Wasser oder so getrunken, Alter. Ja. Bros einfach ein Kamel, Alter. Junge, dem ging so scheiße. Ich hatte noch random Mandarinen einfach dabei. Hatte er so, Junge, Yusuf, nimm einfach diese Mandarinen, Alter. I don't need them, Alter. Da war ich aber 4 Stück auf den Tisch gelegt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer mir die gegeben hat. Ich sehe einfach so, ey, was ist los mit dem? So, soll ich ihm Wasser holen? So, nee, der braucht Eis, der ist unterzuckert, weißt du? Und dann ist so ein Yusuf so voll gone einfach. Der so, ja, okay, Alter, gib dem Mandarin. Ja, also, ich hätte da auf jeden Fall mehr, ein bisschen mehr machen können. Oder selbst Zahnpasta da wenigstens ein bisschen Zucker. Und die anderen halt auch. Idiot, Alter. Oh, Mann. Einfach aufgestanden, ohne Schlaf. Kein Zahnpasta, kein Zucker, Alter. Yusuf, gegen wen hast du für Out of Pools gespielt? Das war Disaster Markus, ne? Disaster Markus. Junior-Legende. Du hast das fast verloren, crazy, Alter. Das ist unser Gott. Das ist ja wirklich crazy. Während ich mein Bracket gespielt habe, ab Round 2 gegen Bubbly, hatte ich schon gemerkt, ey, irgendwie will mein Körper gerade nicht mehr. Und dann war das irgendwie so ein bisschen nervig. Dann habe ich gesagt, ach komm, das ist wahrscheinlich jetzt nur so ein bisschen diese Anspannung, es geht schon irgendwie. Dann habe ich halt danach so den Sack so ein bisschen ausgezogen, habe so den Rest gemacht und ich spiele so dieses Takeo-Set und merke mir so, scheiße,
Irgendwie. Irgendwie sterbe ich gerade, hä? Irgendwie sterbe ich gerade. Und oh, Junge. Takeo hat mich gecampt, ne? Der hätte mich auch so zu Tode rushen können. Ich hätte keine Chance gehabt. Ich hätte nicht ab. Du hast einfach so gespammt. Du warst auf dem Timer, Alter. So, der hat einfach so gesehen, yo, Yusuf stirbt so in der nächsten Stunde. Der wollte dich einfach stallen. Junge, Brother hat eine Ramadan-Streak, der weiß genau, wie sich das erfüllt, Alter. Der sieht, wie sie bei Yusuf ist, so, ey, irgendwas ist wrong. Erstmal direkt campen, Alter. Schlimm. Das war schon gut, aber er hat auch wirklich sehr clean runtergespielt. Er hat halt einfach sehr gut dann gerollt und die näher gemacht, dass sie halt nicht punchen konnte. Es ist auch nicht so leicht für dich, auch wenn natürlich alles okay ist. So, es ist ja immer noch kein Free Match, sag ich mal. Ist Mario eigentlich nicht mehr ein bisschen anstrengend auch vor, so ist es nicht. Sonst würde ich nochmal kurz so andere krasse Upsets vom Turnier ein bisschen ansprechen. Tatsächlich, das, was am wenigsten drüber geredet wird, was ich sehr krass fand, war ja auch Slipknot über Tapsi. Stimmt. Das war auch krass. Das Ding ist, wir haben generell so viele heftige Matches gehabt und ich glaube, je mehr wir aufs Backend schauen, desto mehr kommt das auch immer zum Vorschein. So. Aber das Ding ist, ich glaube, wir sollten auch auf die Matches schauen, die noch kommen. Also, ich glaube, dafür bieten sich auch Fragerunden richtig gut an. Weil ich finde, es gibt, weil es so viele Bracket-Matches gibt, die halt krass waren, sollten wir sie auch vielleicht für die Fragerunde auch aufsparen. Falls es da wirklich Interesse gibt und wir darüber reden sollten. Aber ich glaube, jetzt, wo wir GSA auch nochmal, ne, es ist immer noch ein Side-Event, das Bracket, deswegen sollen wir ein bisschen Gang runterschalten, ne? Das Geile kommt ja erst. Das Geile, ne? Kommt erst noch, ne? Das, ne? Auch hier an der Stelle. Größtes Smash.de-Turnier jemals. Vorher war Dokumi der Rekordträger, ja, mit 333, glaube ich sogar, war irgend so eine magische Zahl. Letztes Jahr. Rest in Peace, mal, dass es dieses Jahr nicht kommen kann. Aber NRW Cup dafür. Mit nicht mal so viel International Attendance, abseits von jetzt den, ne, jetzt Dachregion und Niederlande. Eigentlich aber auch krass. So, dass da trotzdem nicht nur alles gecapped wurde, sondern wir jetzt schon, na, nicht die fertige, glaube ich, aber schon eine grobe Sicht zum Bracket eigentlich auch haben, oder nicht? Ich glaube, das Bracket ist eigentlich schon fertig. Ich glaube, ist es fein? Ich glaube, es sollte Montag, also gestern halt gefinalized sein, meinte Egi letztens zu mir. Okay, ja gut, aber so oder so ist das Preliminary Seeding auch eigentlich ziemlich accurate. Also, es hat sich nicht viel geändert, glaube ich, bis vielleicht so ein paar Dinge verschoben, wie Sir John jetzt Top 64 sieht. Und sonst. Immer noch nicht, ne. Doch, der hat jetzt den 63. Bekommen oder so. Ja, deswegen. Ah, okay, ja, dann doch. Das ist Top 32 Ziel, was da gerade gezeigt wird. Deswegen. Ah, okay. Ne, passt. Ja, und ich sehe den aber hier tatsächlich nicht bei Top 64. Ich habe gerade das Bracket offen, das sehe ich jetzt ja schon nicht. Echt nicht? Es gibt 63, ja, es gibt zwei verschiedene Brackets. Ach so, ja, stimmt. Ja, Bruder Yusuf, das ist eine 400-Mann-Turnier. Ja, das ist ungewohnt. Da sind zwei verschiedene Brackets in Top 8 und bei einem wird er dabei sein. Und ja. Ist auf jeden Fall krass. So, von den deutschen PA-Spielern ist irgendwie gefühlt fast jeder da, außer Quick. Ja. Ist Marcel der Einzige, also Quick? Ich glaube, er ist tatsächlich der Einzige, ja. So, alle anderen sind da. Ich sehe gerade auch hier, Adi ist ja auch endlich mal wieder da, ne? Adi ist da, Muko ist da, Ente ist da. Wir sind da. Ja. Tarek offensichtlich. Und der Ghost, Dr. Miro, Top 10 Deutschland. Ich glaube, erstes Turnier neben Weeklies dieses Jahr. Gucken, wie er performen wird. Schau das an, Slobi. Ja, Mann, Dr. Miro, Alter. Mein Vote für den Rising Star. Kein Hater ist. Ey. Meine auch, aber ich bin hardcore-biased. Safe. Also ich bin auch mehr oder weniger biased für beide, aber Bruder, ich bin International-Fan. Also so, wenn jemand International so geil performt, deswegen hoffe ich wirklich, und ich traue es ihm auch zu, dass der Inland auch ein paar Names taggt, weil der ist eigentlich der einzige Grund, warum bei der Aussage, dass du der beste PT Europa bist, noch ein paar kleine Doubts sein könnten, je nachdem, wie dieses Wochenende läuft. Ich habe super Bock drauf, seinen Bracket zu beobachten. Ich bin sehr überzeugt von ihm als Spieler. Und, ja, du competest gegen den aktiv. Also 10 zieht's auseinander. Das ist sehr nah. Also, aber auch so, dass ihr euch aus dem Weg geht. Hoffentlich, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, Dr. Miro ist auch der Grund, warum die Franzosen ein bisschen Angst haben, ne? Weil der hat ja durch die französischen Turniere die Franzosen da beseitigt im Brackets und kam somit dann auch Top 10 Deutschland tatsächlich.
Und ich glaube, yes, dadurch haben sie sich dann gedacht, okay, wir machen jetzt unser eigenes Turnier, Game is Game, wir haben keinen Bock auf so ein Biro. Guck mal, die wissen, bei denen ist Game is Game, bei uns werden keine Spiele gespielt. Also bei uns ist nur das harte Alter drin. Alter, bei uns wird nur gefetzt, keine Spiele, hier gibt es keine Game. Das Turnier hätte so geil sein können, ne? Mit den ganzen Franzosen noch dazu, aber dann haben sie sich entschieden, wir machen jetzt ein eigenes Bracket. Ja, das war auch ein ganz anderes Thema. Ich würde einfach mal was sind denn so Hype-Sets, worauf ihr euch freut bei NRW Cup, beziehungsweise wo ihr denkt, okay, diese Sets sollte man so ein bisschen im Auge behalten. Ich finde es ja sehr krass, vor Top 16, dass wir Ente gegen Mokoro haben. Echt? Okay, eigentlich ja, weil ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Und das war früher der Klassiker, so früher. Das letzte Mal war Dokumi oder sowas. Ein bisschen her, aber... Ja. So ein Top-3-Set sonst oft so gewesen oder so ein Top-4, Top-5-Set. Und jetzt haben wir das vor Top 16, das ist auf jeden Fall crazy. Einer von den beiden schon, ja, so Early im Losers. Ich glaube, mich interessiert tatsächlich auch weniger die Runde. Das ist vor Top 16 eigentlich. Genau. Ich muss sagen, mich interessiert auch nicht mal unbedingt die Runde, aber einfach nur, ja, wie sich beide entwickelt haben. Weil du hast ja schon gesagt, das war ja so dieses typische Top-3-Set eigentlich. Aber jetzt hat sich ja so viel getan bei den beiden. Also in verschiedenste Richtungen. Deswegen, mal gucken. Ich glaube, das, was mich eher interessiert, ist nicht das zwischen den beiden, sondern eher das Dr. Miro gegen Mokoro, weil... Das wollte ich auch gerade erwähnen. Dr. Miro schon ziemlich gut dabei, sehr viele Abys zu schlachten. Ich muss aber sagen, ich habe Inside-Informationen. Damals bei TGM wurde Dr. Miro komplett zerstört von Mokoro. Andere Zeiten. War das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr. TGM? Ja. Letztes Jahr. Aber wer weiß, ne? Ich weiß auf jeden Fall, Dr. Miro ist gerade im Uni-Grind, aber vielleicht kann er sich trotzdem noch raffen und ein gutes Pack hinlegen. Kann er noch ein bisschen reingrinden und sowas. Worauf ich auch Bock habe, bin ich ganz ehrlich, ich habe Lust, ein paar Deutsche gegen Solo zu sehen nochmal. Ich habe ja Solo schon in Osnabrück sehen können. Da hat ja, glaube ich, Robin GG auch gewonnen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Also Adi gegen BJ, ich weiß ja nicht, ich sollte, glaube ich, wenn Adi keine Faxen macht, sollte das eigentlich im Sack sein. Adi Speedrun Snake. Aber im Sack. Ich erinnere mich noch an Schufa Spotlight, wie er Tapsi Hops genommen hat. Und das war ja so traurig, ne? Ja, ich glaube auch, dass der das eigentlich haben sollte. Generell, ich sehe so, weil wir jetzt gerade bei Pool 2 Winnerside sind, ne? So, die Deutschen haben echt kranke Bracket teilweise. Also so, bei Adi ist ja erst bei Solo dies okay, mal schauen. Aber glaube auch, dass der das sogar haben könnte. Aber jetzt auch bei mir. Ich beliebe übelst in den. Dr. Miro beliebe ich sowieso. Wenn Dr. Miro gegen Mokoro gewinnt, ich glaube, der könnte auch Ente fetzen. Ich glaube, ich und Sammy auch. Ja. Also so, der kann auf jeden Fall Ente fetzen. Also wenn Miro, Mokoro, also Mokoro wird auf jeden Fall härter als Ente für Miro. Bin ich mir sehr sicher. Die hatten ja schon einige knappe Sets und ich meine, Miro hat 2022 auf dem Unismatch sogar gegen Ente gewonnen. Oder ganz, ganz knapp Lost verloren. Ich weiß es gerade nicht. Der hat verloren. Ich habe das Set. Ja, okay, aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr knappes Game 5. Ja. Und allgemein Ente. Auf jeden Fall gegen solche Charakter wie Petit hat auf jeden Fall so ein bisschen Struggles. Da hat der Char aber auch ein paar Probleme, muss man sagen. Also es ist auch zusätzlich ein Char, gegen den du nicht so oft spielst. Und dann ist PT auch noch einer der besseren Intuitiv, so heutzutage. Das stimmt, ein anderes geiles Set, worauf ich mich freue, ist Vongola Delays. Weil Delays ja so ein bisschen international, also eigentlich international hat Delays ja schon gute Performance gemacht. Der hat ja auch seinen Pew-Win da geholt, ne? So Vongola auf jeden Fall auch so von Spanien, so mal so eine ganz andere Richtung. Das heißt, wird auf jeden Fall auch ein sehr cooles Set. Warte, wann hat der Pew gefetzt? Auf irgendeinem Turnier, wie hieß es? Olympus oder nicht? War das Olympus? Nein, das war letzte Season. Ach, letzte, okay. Olympus war SB. Okay, warte. Ja, okay, da war es einer, der random Turnier die Pew einfach mal besucht hat von weit weg. Ja, ich glaube, der ist sogar noch Top 8 gekommen, obwohl er halt Impuls gegen Delays verloren hat. Das war auf jeden Fall krass. Das finde ich super spannend, das Matchup. Worauf ich richtig Bock habe, so wirklich, wirklich Bock habe, ist Drybe gegen Space. Oh mein Gott, du hast recht. So ein crazy. Also, das ist das. Das Wait, ist das. Wo sind die? Bracket 1. Ja. Wenn alles nach Plan läuft, und alles laut Bracket gut verläuft, möchte ich unbedingt
möchte ich unbedingt dieses Set sehen. Was wahrscheinlich schwer wird, weil Space muss jetzt erstmal gegen Loud Projected Geno spielen. Und Drybee muss noch gegen Bracket Demon Tapsi spielen. Boah, wer hat sich eigentlich dafür entschieden, Geno einfach ein fucking Aegis Bracket zu geben? Ja, richtig geil, Alter. Ja, hast du nicht mit Lukas irgendwie die ganze Zeit gegrindet online, Alter? Ich hab letztes Jahr als Lucky noch, also falls die Leute den nicht kennen, Lucky, ehemaliger deutscher Topspieler, Paramifra Main irgendwann gewesen. Ich habe letztes Jahr, glaube jeden Tag mit dem locker 2-3 Stunden gespielt abends. Junge, also ich kann mit Confidence sagen, dass Aegis meins mein Lieblingsmatchups ist. Ja, ich glaub's dir wohl. Alter, oh mein Gott, das könnte heftig werden. Muss zeigen, ne? Also, Ich gebe mein Bestes. Aber, was für ein Champ bestellen? Bevor, wenn wir uns mal hier unten angucken, ne? Tapsi, erstmal gegen Younes. Ich weiß aus bekannter Quelle, dass Younes Snake hasst wie die Pest. Ich glaube, der steht auch nicht so gut gegen Snake. Ich glaube, das wird dann, kann sehr einseitig werden. Dann Drybee gegen Tapsi ist auch so eine Rivalität in Deutschland. Die man nicht vergessen darf. Frage ist, ob Drybee sich dazu entscheidet, B-Brawler zu spielen. Das ist halt das Ding. Ich glaube nämlich jetzt ja. Weil der hat den Confidence-Boost. Der hat jetzt keinen Grund mehr. Also Loki hat da echt keinen Grund mehr, weiter in Joker zu investieren. Ich finde, der war auch den an sich immer okay. Den hat er auch nicht mehr gespielt. Ja, safe. Also ich würde sagen, das wäre auch einfach Waste gewesen. Ja. Das Problem dabei ist jetzt eher, so kommt Drybee aber auch gegen den Steve von Tapsi klar. Weil das ist auch so ein Ding, der ist halt die ganze Zeit da, der Steve. Der hat ja auch so Sachen wie den Yakumo-Win letztens geholt. Gegen den der Snake alt aussah, und wobei man eigentlich denken sollte, dass Yakumo ziemlich gut gegen Steve gewappnet ist. Also ich kann nochmal aus erfahrener Quelle sagen, weil ich ja viel mit Dodo oder Drybee auf Turnieren quatsche, vor allem auch vor seinen Ente-Sets tatsächlich, der hat ja schon ein paar Mal Ente besiegt, glaube ich. Sogar letztes Jahr auf einem NRW Cup. Und er meinte zu mir, er findet das verdammt einfach, gegen Steve zu spielen. Und Ente ist weitaus optimierter als so ein Tapsi Steve. Und ich glaube, wenn es geht. Aber es geht eher darum, ob er das auch mit Mii Brawler kann. Weil das stimmt, ja. Dann kann er sich in so einer Situation befinden, er gewinnt Game 1 mit Mii Brawler. Dann kommt natürlich, Tapsi ist ja dafür bekannt, dass er vor allem nach einem Game Lost sofort Character switcht, um ein bisschen zu mix-upen, ähnlich wie es Normanda. Das wird dann schwierig, ja. Kann ich sagen. Drybee hat eine Woche Zeit, um diesen Confidence-Boosted Mii Brawler, wenn man so sagen kann, jetzt wirklich clean zu machen. Also clean genug. Weil so ganz clean wird er den halt nicht hinkriegen, aber so gut, wie es halt geht. Weil darf ja auch nicht Pichu dabei vernachlässigen. Ich meine, inzwischen ist Pichu sowieso halt schon instinktiver Char bei ihm geworden, also intuitiver Char bei ihm geworden. Aber so Mii Brawler, Alter, boah, ich glaube, das wäre so dieses Missing Piece. Vor allem als Pichu in 2024, so weißt du. Ich glaube, mit dem Fakt, dass wir wissen, wie das mit den Charakter-Sachen hin und her geht, kann das, glaube ich, eins der geilsten Sets des Turniers werden, vielleicht. Doch. Ja. Ich sehe schon, wie Dodo auf den Tisch haut und rumschreit, weil er mit Mii Brawler irgendwie Tapsi bei 30 grabbt oder so. Und dann den Kill holt. Ja, Mann, das wäre so wild. Boah, die werden auch safe auf jeden Fall. Sehr krass Sets, und vor allem Day 2 wird auf jeden Fall sehr stacked. Ich habe aber auch noch auf jeden Fall für mich persönlich sehr hyped Sets in Day 1. Und das ist Yakumo gegen Fairy Seal. Und Fairy Seal ist ja sehr interessant, weil der spielt ja nicht so viel offline, ne? Und der war ja auch schon irgendwann mal 2021 in Deutschland, auf dem Dokumi. Da ist er ja auch 25. geworden, ne? Aber letztes Jahr hat er ja unfassbar krass Wi-Fi gegrindet. Er hat so bei jedem Wi-Fi-Turnier mitgemacht. Irgendwie jedes Tilted Tuesday jetzt gegen sehr viele deutsche Spieler da auch gespielt. Noch gegen sehr viele gute gewonnen. Unter anderem halt auch gegen sowas wie Tapsi und gegen Ente teilweise. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie er so jetzt offline so gegen die deutschen Topspieler ein bisschen abschneidet. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favorite Sets von Day One. Und man muss dazu sagen, wir Deutschen sind seitdem A, Truefoil jetzt Content-Modus ist, und B, unser NRW-Goat C4C, das auch nicht mehr so aktiv ist, sind wir auch nicht so geübt gegen Schulk, ne? Also man muss da echt aufpassen. Außer ich. Ja, außer du, Longo, aber du bist hier nicht gerade. Außer du und it's over. Also, das ist auch wieder, es ist so ein Game, da interessiert mich das Result wirklich, wirklich sehr.
Aber das Game selber würde ich mir niemals geben. ich glaube einfach, die Art, also wenn ich es halt mal sehe, okay, aber so, es gibt einfach ein paar, jetzt auch nichts gegen jetzt die Spieler oder den Chars, es gibt aber ein paar Matchups, das halt siehst, okay, so, ist halt der Qualifier, so, weißt du. Aber, ey, mal gucken. Also Ferris Steel würde ich es natürlich umgekehrt aber auch gönnen, so dieses, damit mithalten zu können, ne? Vor allem als Lead Tower, da hast du halt einfach nicht diese Ressourcen, die wir hier halt haben. Also, ja. Also umso cooler, dass der hier uns halt auch mal wieder besucht. Ne? Ja. Er geht nicht Game is Game. Ich würde auch sagen, dass Yusuf ist schon fertig, aber jetzt von den restlichen Leuten vielleicht noch ein maximales Highlight, was, falls euch noch was einfällt, so rausholen wollt aus NRW Cup, dann würde ich eigentlich schon das nächste Thema anschneiden, weil wir sind schon relativ gut dabei. Ich guck gerade. Ich müsste eigentlich auch mehrmal, dadurch, dass es jetzt zwei Pools halt gibt, ne, es gibt auf jeden Fall, also wie gesagt, hier Elite Tweet, Jano und sowas, stelle ich mir Volatile vor, aber mal gucken, sollte trotz Seed, also ich bin, fühle ich da Jano. Ich bin komplett biased. Es gibt für mich eine Chance, dass wir Sir John gegen Dr. Miro sehen und ich habe mich da komplett blamiert vor ein paar Tagen gegen Sir John. Mal wieder, ne? Wir stehen jetzt irgendwie 2-12 oder so in Sets, Alter. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist mir auch jetzt, ne? Reden wir mal anders drüber. Dr. Miro auf jeden Fall sehr spannend dagegen und eventuell auch gegen Robin GG. Auch sehr spannend zu sehen. Ich glaube, einmal hat Dr. Miro gegen eine Peach gespielt, aber hat er verloren. Ich glaube, das war damals sogar noch Miro. Einfach, ich als PT würde das einfach gerne sehen, aber sonst habe ich ziemlich keine krassen Hype-Sets mehr so, ne? Hängt halt davon ab. Snowmander Otek finde ich auch richtig krass, wenn es dazu kommt. So, halt SSP beide noch drinne so. Das ist eigentlich auch. Aber es wird sich so viel im Bracket halt tun. Weil das ist ja die Natur von so einem großen Turnier. Irgendwo Pool B4, Pool C2 gibt es einfach die gestürzten Upsets, weil mal da was nicht funktioniert oder da von den Spielern. Da hat jemand mal gepop-offt und es ist halt auch ein 3-Tages-Event, ne? Das ist nochmal was ganz anderes so. Die meisten werden hoffentlich mit relativ gut Preparation und vor allem auch Schlaf in dieses Turnier reingehen können. Die sind ja eh schon halt in NRW, ne? Die sind eh schon in der Nähe am Übernachten irgendwo. Und das ist kein One-Day-Ding, ne? Wo du am selben Tag noch nach Hause fährst vielleicht oder sowas. So, like, du bist invested in dieses Turnier. Und die Luft, die in NRW Cup allein schon ist, Alter, ich habe die Location mir angeguckt, so, das wird gestört. Also, das wird sich so overwhelming anfühlen können für viele. Ja. Ich hab da auch richtig Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Safe. Wird auf jeden Fall eins der krasseren Events, die wir in Deutschland haben. Vielleicht das krasseste, mal gucken. Je nachdem. Aber jetzt, wo wir das Event schön füllen konnten mit so erstmal gefühlt Deutschland only und so ein paar Ausländern, wird's auf jeden Fall schon sehr nice. Ja, ich will ein paar Top 8 gesehen. Der Yusuf, Longo, vielleicht ich auch, wenn ich Glück hab, null. Also ich habe bisher noch nie auf so einem großen Event Top 8 geschafft und das ist jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal, dass ich jetzt Top 8 geseedet bin. Und ich habe da ein bisschen Cursed, irgendwie so Neunter zu werden. Ach, einfach spielen. Einfach ballern. Einfach ballern. Yusuf hat mir auch so zugejebt, ne? Der hat mir dann so erzählt, dass er sich irgendwie schlecht gefühlt hat. Ich will es jetzt nicht zu aus dem Nähkästchen erzählen, aber ich finde, wenn man schon mit so einem Kreislauf-Kollaps-Turnier wie German Smash Awards trotzdem noch eine Top 8 hinkriegen kann, dann ist alles, glaube ich, möglich. Safe. You're gonna be fine, Alter. By the way, drei Tage, ich habe das Pre-Local Event gezählt, aber natürlich Samstag und Sonntag das Turnier. Ist das auch in derselben Venue? Nee, das Pre-Local ist aber nicht weit weg. Das ist so wie 7 Minuten zu Fuß weg. Okay. Also das alles chillig. Was ich mich aber eher frage, Alter, ey, sollte Fantasy nicht kommen eigentlich? Ja, EKCD und reibt schon seine Hände irgendwie, ne, in der Ecke. Ja, ey, ich würde sagen, ich will hier Fantasy machen und dann hier live ein bisschen, ne, meine 10 Euro stalken, Alter. Ja, mal hier schauen, was da passiert. Gut. Wollen wir dann mal den Fragebogen anschneiden? Ja, auf jeden Fall. Ich pack jetzt nochmal hier den super QR-Code rein. Zack. Falls ihr noch keine Fragen gestellt habt, macht das gerne. Wir würden jetzt auf 2-3 Fragen vielleicht kurz eingehen. Ganz ehrlich, wir können einfach kurz alles auch machen. Sehr viele Sachen sind da. Ich hab da noch nicht reingeguckt. Also wir haben insgesamt 8 Fragen. Ich kann die auch nicht sehen. Ich auch nicht. Also, ich kann es ja vorlesen, wenn ihr wollt. Also, ja, dann machen wir jetzt eine Speedrunde. Okay. Alles klar. Ich korrigiere, by the way, 7 Fragen. So, das erste war ein Test. Das war ich, ja. Genau. Die erste Frage war erstmal, was läuft? Mit lieben Grüßen, Serda.
Geheim. Punkt. Geheim. Geheim. Geheim, ja gut, dann machen wir geheim, okay. Keiner hat gefragt. Und ja, okay, ansonsten, ich glaube, die Frage bezieht sich global. Was sind eure Lieblings-Competitor? Also wahrscheinlich auch Smash-Competitor. Also bezogen auf Lieblingsspieler? Ja, wahrscheinlich Lieblingsspieler, genau. Lieblings-Smash-Spieler anscheinend einfach globally. Globally? Boah, das ist bei mir relativ einfach. Das ist, ja, Digga. Mein Goat, MK Leo. Der Papu. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch Leo. Mein mittlerweile ist es sehr knapp zwischen Leo und Sonics. Ich bin einer der wenigen, die Sonics Gameplay sehr feiern. Muss ich? Also ich finde Sonics auch sehr, sehr respektabler Pick. Einfach weil er so auf alles scheißt, so auch auf den Hate. Und ja. er grindet sich wirklich den Arsch ab. Das finde ich sehr cool von ihm. Ich darf nur eine Person nennen, oder? Am besten nur eine. Okay, dann beschränke es auf eine Person und das ist die japanische Ryu-Legende Ashimo. Ich find den Typen, der ist so geisteskrank in allem, was er tut, der spielt so optimiert und mir geht das Herz auf, jedes Mal, wenn ich den sehe. Also. Ja, krass, dass er das alles macht mit so Solo Ryu. Like, das ist wirklich geschürt. Das ist jetzt nicht einfach so ein Top-Tier oder sowas oder sonst was. Das ist einfach ein solider Charakter, aber keiner, der wirklich krass rausstecht. Ja. Ja. Boah. Guck mal, das ist das Schlimme bei mir bei so einer Frage, weil ich muss halt alle irgendwie pushen. So. Und irgendwann verliert man sich halt so ein bisschen, ne? Weil ich feiere halt. Oh, ich feiere so viel, aber auch. Also komm, eine Person. Eine Person. Es wird eigentlich auch auf Leo meist zurück. Einfach ja. Einfach wegen dem, wie gesagt, richtig dominant und dann in Anführungsstrichen abgefallen. Und dann halt wieder eigentlich nie weg gewesen, weißt du? Ja. Deswegen, das finde ich halt unglaublich geil. Ansonsten war es früher immer hier Rain, der Spieler aus Japan. Oh. Ah, ja, fand ich auch krass. Gute Wahl, ja. Aber das war früher, der seit dem Development spielt er nicht mehr. Also ich fand, Rain war richtig, richtig geil. Aber wahrscheinlich auch wegen, ne? Character Choice, wer hätte gedacht. Aber gut, zur nächsten Frage. Wie empfindet ihr die Entwicklung anderer deutschen Smash-Regions außerhalb von NRW? Eine Frage von der Zimmermann nämlich. Heißt also Region Sachsen, Region Bayern, Niedersachsen etc. So, ja, wie empfindet ihr das denn so? Ne? Also ich kann ja ein bisschen was dazu sagen, weil ich mich ja auch, genau wie Falco, also Falco ist ja jetzt nicht mehr im deutschen PR-Panel, aber er war ja auch lange mit dabei. Und bin ja jetzt auch schon seit 3 Seasons jetzt dabei, inklusive diese, und deswegen kriege ich es sehr aktiv mit. Ist auf jeden Fall ein bisschen schade, dass jetzt mit dem Norden auf jeden Fall ein bisschen nachgelassen hat, jetzt da Tarek halt weggegangen ist, auch wenn SDN jetzt auf jeden Fall mehr pusht. Berlin-Szene ist auf jeden Fall aktuell ein bisschen, ja, so die aktivste tatsächlich, weil Berlin mit Epitech halt so die einzige Szene ist, die so ein aktives regelmäßig, weil halt auch wirklich groß ist, also halt die kriegen konstant so 90 Leute. Ich glaube, das darüber wird eigentlich viel zu wenig drüber geredet. Ja, auch krass, ne? Auch viele aus NRW sind da immer. Also die Entwicklung dort ist crazy, like die kümmern sich aktiv um ihre Community. Wenn ein Weekly stirbt, kommt das nächste. Wenn ein Mann verstirbt, kommt das nächste. Es ist halt so, die kümmern sich aktiv darum. Dass da immer was passiert. Aber bisher noch nichts Großes, was halt auch ein bisschen daran liegt, weil es ist halt Smash, ne? Und da was Großes aufzuziehen in Berlin vor allem, das ist immer so schwer, immer schwierig. Aber es fühlt sich richtig an. Also das fühlt sich richtig an, dass ausgerechnet Berlin die, ich sag mal, regelmäßigste Competition bietet. Ja, genau. Da, like, man ist da Smash-mäßig auf jeden Fall, man hat da immer was zu tun, quasi. Sonst halt die tatsächlich skillmäßig am meisten improved haben, sind tatsächlich Süddeutschland, beziehungsweise Bayern und Baden-Württemberg. Also, allein wenn wir jetzt ein bisschen drüber reden, dass halt jetzt aus Bayern kommt jetzt Luke, der up and coming, Slowby, der Top 10 gehittet hat, Vulk, der auch so Top 20 ist, wenn er mal Lust hat, aber er will halt lieber immer honorable Menschen bleiben, beziehungsweise doch immer honorable Menschen, ne? Und jetzt halt mit Bavü genauso wie jetzt halt mit Normanda, der jetzt halt auch das erste Mal, letztes Mal PR gehittet hat. Jakumo, der auch neue Peak gemacht hat. Yunus, der auch konsistent Top 15 ist. Und halt Leute wie Trash und so, die halt langsam auch immer dabei sind, immer besser zu werden und ein paar gute Wins holen. Ja. Ja, sonst zu Hessen. Tatsächlich nicht so viel krass da unterwegs. Alle so ein bisschen im Grinden. Delays ist halt auf jeden Fall auch
sehr krasser Grind, aber sonst tatsächlich aktuell so ein bisschen still. Auch wenn sich da jetzt ein paar Turniere jetzt bilden. Wir haben ja jetzt auch im Mai ein 48-Mann-Event in Frankfurt wieder. Ist zwar jetzt nicht das größte, aber wird auch ganz cool. Wir haben so ein bisschen geswappt, so wie die Regionen fungieren, weil ich meine, wenn wir so erstmal vergleichen, ne, jetzt so zum Beispiel Darmstadt oder Hessen halt und Niedersachsen waren ja auch mal neben NRW immer die anderen richtig aktiven Regionen. Mit dann ab und an mal Baden-Württemberg hat sich an sich zu Gutem nicht so viel geändert. Ne? Da haben wir jetzt immer noch ja Klatsch 23, aber so man merkt, dass jetzt Niedersachsen halt abseits von Virtua nochmal ein gutes Stück ruhiger geworden ist. Osnabrück ist jetzt halt natürlich diese Peak, die ab und an mal kommt. Aber sonst, ich finde Rostock oder die Ecke, zumindest um Rostock rum, entwickelt auch inzwischen eine Szene. Da sind auch inzwischen so ein paar Leute, deswegen eigentlich auch heftig. Aber so, man merkt auf jeden Fall, dass jetzt, ja, ich sag mal, neben der Konstante, die NRW war, ist halt so ein Come and Go. Aber es ist sehr cool, dass halt Berlin da jetzt inzwischen mehr so auf Go geht. Weil ich finde immer noch, dass so die Zukunft von jetzt, ich sag mal, sehr großem Smash immer noch in so entweder der Richtung Stuttgart tatsächlich liegt oder halt natürlich Berlin. Weil Frankfurt ist halt schwierig, würde ich natürlich auch jetzt mit einbeziehen. Stuttgart, weil es in der Nähe, also literally Frankreich-Grenze, das ist Insta-Win. Und Berlin, weil es halt Berlin ist. So. Aber mal gucken, wie es halt bis dahin geht. Ich bin einfach nur froh, dass halt immer noch sehr fluide und aktiv ist, die ganze Smash-Region. Deswegen aber auch, ne, damit auch auf die Frage einzugehen. Hier, by the way, auch an alle. Wir haben jetzt sehr viel über den NRW-Cup geredet. Welche Ziele bzw. Erwartungen haben wir für den NRW-Cup? Ich glaube, wir haben es ja so ein bisschen angesprochen. Also zumindest Youssef hat es ja, ne, mit deinem das erste Mal Top 8 in so einem deutschen Major, ne, kommen möchtest. Ja. Wäre ja so ein kleines Ziel, eine Erwartung. Ich weiß nicht, was ist jetzt bei Pau und Longo? Ich habe eigentlich immer ein sehr klares Ziel, wenn ich auf Turnieren gehe, mittlerweile. Mich juckt Placing mittlerweile gar nicht mehr, weil das halt immer so ist immer so das, was dazukommt, wenn man einfach gut spielt. Und ich finde, solange ich gut spielen kann und mich auch wohlfühle beim Turnier, was dann halt daraus resultiert, dass ich dann auch gut spiele, habe ich schon gewonnen. So, ne? Also das ist das Wichtigste für mich. Ich habe auch zum Beispiel als Kontrast hatte ich jetzt Osnabrück into GSA. Osnabrück habe ich mich super wohl gefühlt im Blues Bracket auch. Das Set auch mit Longo habe ich zwar verloren, aber war auch eins der meiner Lieblingssets. Wir haben beide richtig krass gespielt und jetzt GSA hatte ich den Kontrast und da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Und da ist mir auch das Placing egal. Da ist mir egal, dass ich dann Top 8 gekommen bin. Ich will einfach gut spielen und wenn ich dann gut place, ist dann halt, ne, die Frucht, die sich dann... Ist halt das nice Extra. Genau, das ist das nice Extra. Also, ich muss mir auch keine Gedanken machen über Deutschland-Ranking. Ich bin da sowieso drauf. Also, ich mache mir keinen Stress. Ich will einfach gut zocken und mehr ist da nicht. Ja. Longo, geht es dir da ähnlich? Ja, ich will einfach nur gut zocken. Das reicht mir eigentlich auch. Was mir eher wichtiger ist, dass wir vielleicht durch NRW Cup so zukünftig einfach so genauso geile Turniere weiter hosten. Also was unsere TOs da anstellen, ist halt crazy. So, ich finde so das TO-Team, was NRW Cup jetzt hast, so diese Vereinigung von Dingens von den NRW Cup TOs, dann zusammen mit Niceface, Mallekönig zusammen oder den Berlinern oder sowas, das finde ich halt sehr nice. So, ich finde, wenn die das so hinkriegen, so als so vereinigtes TO-Team, so wieder was Großes auf die Beine zu stellen, dann, genau. You know. Das hilft auch langfristig bei der Community und dann natürlich mit Rücken noch von True4, er holt dann die ganzen Leute ran, wird auch andere Leute, zum Beispiel der Shoutout an Timo Razor, der hat mich jetzt auch dazu gezwungen, Content zu machen. Vielleicht hole ich dann auch ein paar Leute ran. Longo natürlich auch über seine Streams. Youssef vielleicht auch, ne? Das streamt ja auch hin und wieder. Und wenn wir uns einfach weiter am Riemen reißen und so die Community pushen, dann wird das noch richtig explodieren, finde ich. Ich glaube, es kommt mindestens noch ein Moment in der deutschen Szene, die nochmal, wo wir uns nochmal richtig pushen, was auch Teilnehmerzahlen angeht und allgemeine Aktivität innerhalb der Community. Weil eigentlich haben wir uns alle gedacht, okay, Ultimate jetzt schon, ne? Wie lange ist es draußen? 6 Jahre. Flacht ein bisschen ab, aber ich glaube, jetzt ist gerade so ein bisschen Peak auch. Eigentlich krass, funktioniert ja eigentlich gar nicht so. Nach 6 Jahren so, es gibt ja keinen Sinn. Nach 6 Jahren. Ich finde, wir gehen da auch so ein bisschen den in meiner Meinung nach besseren und sichereren Weg im Vergleich vor allem jetzt zu zum Beispiel Frankreich. Weil bei Frankreich ist ja eben, sie sind ja sehr explosiv. So, um ganz kurz nochmal, die haben ja hin und wieder fette Majors und Paris, aber so manche dazwischen so dieses, oh okay,
wie geht's nächstes Jahr weiter? Keine Ahnung. We ball, weißt du, wir machen einfach. Ja. Also ich habe das Gefühl, Deutschland ist da ein bisschen mehr consistent, ein bisschen mehr safe. So, ja, einfach safe, weil sich das schon ist. Genau, wir sind safe, aber wir dümpeln halt so ein bisschen drum. Wir hatten noch damals einen dicken Megasmash, also nicht dicken Megasmash, aber wir waren verhältnismäßig halt so 100-Personen-Turniere. Es war halt damals fett wegen. Es war damals auch fett, ne? After Corona und so ein Kram. Aber wir müssen mal wieder, ne? Zeigen, deutsche Ingenieurskunst, auch mit Turnieren. Wir müssen gute. Ja, irgendwie hinkriegen. Die UK schafft's ja. Wobei wir diesen Risk zu taken, mal wieder was Großes aufzuziehen, ist auch. Ja, und ja, der Risk hat sich ausgezahlt. Es war Turnier, wann war das capped? Wie schnell war das? Selben Tag oder nicht? Ja, Geisteskrank. Und dann weitere Slots geöffnet und dann, keine Ahnung, ja, wieder gecapped irgendwie nach 5 Stunden. Deswegen ist jetzt. Das wird ein One for the History Books, Alter, was in die nächste Frage führt, nämlich hier nochmal, ja, jetzt vielleicht auch auf den Weg ab, welcher Rookie wird noch viel reißen? Wir können es ja mal beschränken auf, welcher Rookie wird im NRW Cup vielleicht was reichen? Vielleicht, kurz bevor ich es erscheinen möchte, aber Speedrun jetzt ein bisschen, apropos Speed, yes, sir. Ich glaube, das ist einer der Spieler, Speed, die ich, Mann. Nehmen würde, sonst fällt mir, glaube ich, mir viele sonst noch Detti ein. Also halt auch abseits jetzt von noch vor GSA, finde ich, ist Detti einer, der relativ gut aufgefallen ist tatsächlich. Jetzt auch ziemlich viel attended, muss man sagen. Auch offline. Ja, ich habe jetzt das Speed Offline auch kennengelernt. Bei Osnabrück, da hat er, glaube ich, einer seiner ersten großen Offline-Turniere neben Weeklies, oder? Oder irre ich mich? Keine Ahnung. Jedenfalls war er da. Leider nicht so gut performt. Ist auch okay. Nur wieder, also man braucht ja nicht sofort krass. Aber der Typ ist ein Grinder. Also der spielt den ganzen Tag GSM, Wolfe-Turniere, Smash Dojo, ist immer dabei. Und ich habe das Gefühl, der hat auch schon gegen Semmel bei Osnabrück ziemlich gut gespielt. Aber ich glaube, weil er es einfach nicht gewohnt ist, in dem Environment zu spielen, hat er ein bisschen gepflastert. Aber ich glaube, wenn er sich rafft, dann kann er schon hier und da so ein Upset holen. Zwar nicht das größte Upset, aber ich glaube, auf jeden Fall. Kann sich schon beweisen. So, deswegen jetzt, wir haben so gesehen noch eine richtige Frage, die anderen Fragen eher so ganz kurze Nebensachen. Also, können wir eigentlich in einem Satz kurz beantworten, ganz ehrlich, hier. So, wie fandet ihr das Hauptevent? Grand Final of GSA, Sidehard vs. Blue Tanks. Sidehard hat typischerweise verloren, wer hat's gedacht? Meinung zum Max-Smart-Menü, scheiß auf Macis. Gibt es eine Award-Kategorie, die bei GSA fehlt und reinkommen soll, oder eine Kategorie, die man nicht mehr braucht? Gute Frage, aber ich glaube, im Nachhinein Was hatte Chegi da mal gesagt? Es gab eine Kategorie, die jetzt im Nachhinein vielleicht doch nicht hätte sein sollen. Ah, Upset. Oder war das nicht Upset of the Year oder so? Nee. Oder was war das nochmal? Ich glaube, Upset of the Year war eigentlich gut. War okay. Ja, eigentlich schon. Aber vielleicht irgendwie sowas wie. Mir fällt gar nichts ein. Nee, eigentlich nicht. Mir fällt eigentlich auch nichts. Also, beziehungsweise je nachdem, wie sich jetzt das kommende Jahr entwickelt, wird es bestimmt weitere Gründungen geben. GSM Finals vielleicht. Jason ist fein, das war weird. Also ich bin eher der Meinung, wo ich mir sage, lieber mehr Kategorien als zu wenig. Aber wenn es eine Kategorie gibt, wo ich sagen würde, wenn eine raus muss, dann die, dann ist es GSM. Ja, ich glaube, das war auch mehr so ein, weil GSM... Das war so eine Meme-Kategorie eigentlich. Ja, ja. Da waren so zwei Leute dabei, die ich so gar nicht gerafft habe. Ja, ich kann es auch kaum, muss ich leider zugeben. Und dann war der Kech, der die ganze Zeit so Memes gepostet hat. Der Band, der Einzige, der es gesagt hat. Der Einzige, der wirklich was Gutes gemacht hat eigentlich. Das war der Band, ne? Also ich war doch da drin, ja, die Kaiser, ja. Metatron und Pokoroman oder so. Ja, like, das ist... Ja, das ist halt... Das sind einfach User, Das sind halt einfach nur User. Ja, bist einfach nur aktiv. Ja. Ich wusste, dass das der Banjo, by the way, war. Dann ist sogar legit. Das war cool. Kech ist halt der Banjo-Account und das ist halt nice, weil der bringt halt immer so die lustigen Zitate aus dem Links raus und für uns so die Meilensteine quasi aus dem GSM-Server raus. Mhm. Aber die anderen beiden sind einfach nur User. Ja, Pokoban, also der ist ja aktiv und redet ganz über Steve. Also, fair enough. Das ist das schon zu Ende. Aber ich würde sagen, es gibt noch. Also die Frage würde ich bei dir jetzt noch nicht beantworten, weil die Frage, die jetzt kommt, wäre ein ziemlich gutes Thema für nächstes Mal. Deswegen, also hier Starchild Nezumi / Redhead, Grüße an der Stelle, hat diese Frage gestellt. Ich glaube, das wäre sehr gut für ein Thema für sich. Also ich glaube, die Frage wäre nicht worthy, um sie in Kurzumfassung zu beantworten. Cliffhanger. Genau, deswegen Cliffhanger und entsprechend damit auch ein Grund, nächstes Mal einzuschalten. Du weißt. Ich glaube, ja genau, jetzt zum Thema genug gequasselt.
Wir haben jetzt einiges hier rausgehauen. Wir haben übertrieben viel über GSA geredet. Ist auch okay, das war nämlich ein sehr wichtiges Event für die Community. Wir haben einen kleinen Überblick gemacht über NRW Cup, was uns da so erwarten wird. Ich glaube sogar, je nachdem, wie krass NRW Cup wird, könnte man sogar die nächste Episode nächste Woche anschneiden. Außer es findet sich noch irgendwie, ne? Also die Zeiten finden sich nicht für die Leute hier. Ansonsten, das Thema können wir anschneiden von wie ist der Kollege? Starshield Nizumi? Ja, Starshield Nizumi auch entspannt. Aber erstmal Fantasy genau. Machen, Alter. Das muss man auch. Und Fantasy, werden, ja. Ne? EKZ Leon, der ist schon heftig am Sabbern, Alter. Aber ich bin auch am Sabbern. Ich hab Hunger, Freunde. Boy, be hungry. Na gut. Ja, ich weiß nicht, wie willst du das hier machen? Willst du einfach hier so einen auf Raiden oder willst du einfach Schau machen? Ich werde jetzt hier erstmal. Auch, wir haben ja mehrere Outlets. Ich werde das ja noch holen auf YouTube und so und so Kram. Vielleicht auch Spotify, mal gucken, ob ich mich da irgendwie reinmogeln kann, wenn das sowieso. Aber stimmt, wo auf YouTube wird es dann sein eigentlich? Einfach bei dir? Ich glaube, ich dump das einfach erstmal bei mir und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ja. Hauptsache, die Leute, die halt Bock haben, das mal anzuhören, haben dann irgendwie einen Platz. Der JNK, der mich übrigens auch angesprochen hat mit Osnabrück wegen Podcast, hat mich auch sofort gefragt, ob das dann irgendwie hochgeladen wird. Ich mach das dann alles. Ich werde gleich sofort, ne, nicht so wie. Manche Turnierbots, die dann verschwunden, die verschwinden, werde ich das sofort wieder hochladen. Und dann ist ein Klick und dann ist es sofort auf YouTube. Ansonsten, ja, ich würde sagen, war eigentlich ganz cool zu quatschen. Ja. Wir haben ein paar Fragen beantwortet. Ihr könnt gerne den Fragebogen weiter nutzen. Ich werde auf Twitter auch nochmal den Fragebogen posten. Haut einfach alles rein in der Zeit, worauf ihr Bock habt. Ich mache noch hier, während wir abmoderieren, den QR-Code. Yes, sir. Dann guck ich nebenbei auf Twitch, wenn wir raiden können. Und ihr drei könnt erzählen, wo man euch folgen kann im Social Media. Yusuf kann gerne anfangen. Ja, auf jeden Fall auf Twitter @SSBU. Ne? SSBU? Da bin ich auf jeden Fall am meisten aktiv. Ich stream sonst auch, sonst wie, glaube ich, alle anderen hier auch, außer Falco. Ich alle 10 Jubeljahre mal, okay? Ja, ich häng meistens bei Longo rum. Ja, Stream, aber halt so Tekken und Dark Souls. Deswegen für Smash müssen wir mal gucken wieder. Aber Technik ist Streamer, ja. Ja gut, aber bei mir auf jeden Fall Twitter @SSBU und Twitch, ja, das ist mir Name gerade nicht eingefallen, Yusuf085. Ja, das ist Yusuf085. Es ist Yusuf085, Boys. Ich bin kreativ mit Namen, deswegen. Ja, folgt mir schon auf Twitter rein, longolive _ mit F. Richtig. Hier auf Twitch auch, longolive mit V, wegen live, ne? Checkt ihr. und folgt mir auch gern, abonniert mich auch gern auf YouTube, denn demnächst kommt ein cooler Vlog online. Richtig. Von einem gewissen Turnier, was ihr vielleicht verfolgen haben könntet, was war irgendwie 2 Monate her, ist aber egal. Genesis Vlog kommt online die nächsten Wochen. Man kennt. Hey, wichtig. Guckt es euch auf jeden Fall an. Andi Falcutuso? Ja. Ja, wo weiß Bescheid, Twitter. Ne, man sieht es ja unten nochmal /Falcutuso. Das ist ja Vorteil an dem Tag, ne? So gibt es keinen anderen Falcutuso. Deswegen auch auf Twitch entsprechend, twitch.tv/Falcutuso. Aber in den meisten Fällen, ey, dieses Wochenende, Mann. So, gebt euch einen NRW-Cup und checkt, warum ich den Pokal bekommen habe, ja? So dieses. Oha, es bitte checkt. Deswegen schön, ihr wisst Bescheid. Aber ich werde nicht sagen, wann ich kommentieren werde, damit ihr immer einschaltet und mal andere hört. Aber wichtig. Trotzdem, deswegen nochmal danke für überhaupt einschalten. Es waren gar nicht mal so wenig dabei, von Anfang bis Ende, was meiner Meinung nach für einen so 2-Stunden-Podcast sehr unüblich ist. Ich glaube, wir müssen auch einfach noch unter uns in der Konstellation wissen, wie wir noch miteinander quatschen und wie wir ein Gefühl kriegen und sowas. Aber es kommt mit der Zeit, je nachdem, wie wir Bock haben. Es war spaßig. War verdammt lustig, war auch sehr locker. So, und bevor ich hier weiter jeppe, sage ich euch, wo ihr mir folgen könnt. Twitter, natürlich PauPT, was auch sonst, PauPortugal. Ich rede da den ganzen Tag über Pokémon-Trainer. Ansonsten YouTube, ich mache alle 10 Jubeljahre mal ein Video. Könnt ihr auch gerne reinfolgen. Ich heiße einfach Pau. Guckt euch mein neuestes Video an, ist ganz wichtig für euch Neulinge. Mindset-Probleme und so. Ansonsten, ne, hier auch gerne reinfolgen. Wir überlegen uns noch, ob wir das hier bei mir nur streamen oder ob wir dann wechseln, wenn ich mal nicht da bin oder so. Wir schauen einfach, wie wir Bock haben, ne? Und jetzt, Leute, die noch im Chat sind, die noch da sind, könnt ihr mir gerne sagen, wen ich raiden darf.
Raide Brian X. Raide Fire X. Fire. Raide Fire, Alter. Brian X. Raide Brian X. Nein. Oh. Oder Brian unterstrich X7. Soll ich? Wait, das stimmt? Ach, Dienstag, Daddel Dienstag, ne? Es gibt gerade Daddel Dienstag. Oh, safe. Boah, warte, ich hätte dann Kraftfeier gesagt. Das wäre witzig. Ich sag jetzt schon mal Tschüss für Abmoderation. Yeah. Für die VOD. Und adios. Bye, bye. Tschüss. Ciao.